Gut. Gut. So. Ja, jetzt nochmal von vorne oder aufs alte Thema eingegangen? Okay, ja, ich fand es schön, dass du es öffentlich gemacht hast. Also, dass du wirklich klar gesagt hast, hier, das ist eine Meinung. Ich möchte mich der auch stellen. So. Und dann dein Feedback abgegeben hast. Ist nun mal Feedback. Muss Wir man waren nicht. übrigens kurz vorne, weil die Aufnahme gelaufen ist, wir waren bei dem Thema Evelyn. Ich sage immer Genau. wieder, das ist eine Eva, das ist ein Gedanke. Mhm. Ich wiederhole nochmal von dem letzten Gespräch mit Loder. Du musst ganz einfach zuhören, was ich in einfachen deutschen Worten sage. Du kannst einen Gedanken von dir nicht erklären, das ist eine momentane Erscheinung und solange du dich noch mit deinem Gedanken verwechselst, hast du ein Problem. Genau. Und wie kannst du, da war ja dieses Thema, wie kannst du das, was ich dir privat geschickt habe, öffentlich machen? Das sind erst einmal nur Worte. Und Okay. öffentlich machen, was öffentlich, für mich gibt es keine Geheimnisse. Da Nee. gibt es einen Geist, den ich was erkläre, das ist der Geist, der mich jetzt sprechen hört und der träumt. Und nicht so niemand, den du dir ausdenkst, kann das verstehen. Und die Kommentare, die du dir jetzt ausdenkst, was welche denken, wenn die das oder jenes über mich erfahren, dann denkst du, zerrst einmal dich wieder als Trockennasenaffen und du denkst die andere Trockennasenaffen aus. Das Ja. sind Gedanken von dir. Gedanken sind Natürlich. so, wie sie von dir gedacht waren. Das Ja. ist doch ein ganz klares, einfaches Deutsch. Wieso ist das so schwer zu verstehen? Oder wenn wir jetzt reinspringen hier in ein ausgedachten Mattenprogramm. Ja, wenn ich dieses Video sehe, ich weiß, dass ich wieder abstürze irgendwie, aber mit den Kindern, die vergewaltigt werden. Wer ist dran schuld? Der, Kategorie der 3 sich's Frage: ausdenkt. Wer ist dran schuld? Sagst du Der, mal der der, sich's der sich's ausdenkt. ausdenkt. Ja? Der Witz ist, Ja. den Reizauslöser, den er hat, ist schlichtweg entweder Pixelmännchen oder Textzahlen. Genau, ja. Und du erschaffst aus diesem Nichts, Eine ich Emotion. wiederhole mich selbst, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, als Trockennasenaffen, ihr seht laufend Sachen, die jetzt gar nicht da sind, die Welt wird so unheimlich ruhig und still, wenn du wirklich absolut im Hier und Jetzt bleibst, wenn dir jeden Moment bewusst ist, was du denkst. Ja. Ich habe darauf hingeschmissen, nochmal mit der Geheimniskrämerei, für mich gibt es überhaupt keine Geheimnisse. Selbst wenn ich von einem Udo-Leben lebe, da, rede, da bin ich sowas von offen, ohne irgendeine Scham, wenn wir über Thema reden, Ja. über Spezielles. Es ist ein Programm, das ich dir beschreibe, eins von unendlich vielen Programmen in Bezug auf den normalen Menschen. Und ich habe in vielen Beispielen, nehme ich den Udo als Beispiel, du musst es immer umsetzen, was will der Meister mir damit sagen? Genau. Ich sage immer, wenn du immer noch nicht begriffen hast, mit wem du eigentlich redest, wenn die dann mich immer mit dem Udo verwechseln, das ist wie wenn du mich jetzt mit der Lautsprecherstimme verwechselst oder mit dem Mittelmännchen. Was ist der Udo jetzt? Das ist ein Gedanke, den wir uns jetzt ausdenken. Stimmt, ja. Ich bin du und du bist ich. Wie meine ich Ja. das? Ich höre jetzt den Udo sprechen und ich bin der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Ja. Ohne irgendwie zu sagen, aus welchem Programm heraus entspringt es. Es Ja. gibt so viele Programme, die sich an Udo ausdenken. Und für den gilt dasselbe. Wenn sie jetzt da beleidigt ist, weil ich ihr entgegenkomme und versuche ständig ihr die Augen zu öffnen, was denken dann die Leute von mir? Wie kannst du das öffentlich machen? Du hast das Problem von denen, die was Besseres sein wollen. Ja. Ich spreche ganz kurz an in der Politik, aber wirklich nur kurz, weil ich oft darauf eingegangen bin. Wenn Demokratie, die sowieso nicht funktioniert, Ja. als Ding an sich, Deppen an die Macht, gibt es Ja. genügend Beispiele dafür. Ja. Solange irgendwas hinter verschlossenen Türen passiert, ist es keine Demokratie. Eine wirkliche Demokratie müssten die gewählten Führer, alles, was irgendein Abgeordneter bestimmt oder sagt, müsste öffentlich gemacht werden, dass jeder, der eine Wählerstimme hat, dem das zugänglich ist, dass er sieht, was der von ihm gewählte Ja. Repräsentant, mehr oder weniger nenne ich das einmal, auch wirklich macht. Genau, ja. Ich Und finde du auch. wirst merken, ob du in die Rosenkreuzer gehst, ob du in die Freimaurer gehst, da gibt es dann verschiedene Schichten, die höheren Grade ziehen sich zurück, weil das noch nicht für die kleinen Geister ist. Das ist Blödsinn, das ist Machterhalt, die wollen was Besseres sein. Ja, genau das ist es. Ich sage, das, was gefährlich ist, schützt sich von selbst. Ich gebe dir ohne Probleme einen Bauplan von einer Atombombe. Wenn du ein Depp bist, kannst du eh nichts damit anfangen. Richtig. Und wenn du den Geist hast, das wirklich zu verstehen, wirst du das ganz anders zu nutzen wissen. Ja, man Da macht sich musst du weniger nichts Sorgen. schützen. Ja, da fängt es halt Messer, an. Schere, Licht. Du sagst, Messer, Schere, offenes Feuer ist für kleine Kinder nicht. Genau. Ja. Aber wenn ich erwachsen bin, dann weiß ich damit umzugehen. Genau, ja. Aber dieser Schutz vor kleinen Kindern, das ist jetzt so ein Beispiel, habe ich jetzt eine einseitige Aussage gemacht. Ich sage, das kann eh nichts passieren. Das ist diese Angst, was verlieren zu können, das schwingt ja im Hintergrund mit. Und ich sage, du verlierst jeden Moment, jeden Gedanken, den du denkst, der löst dich im Nichts auf, wenn du ihn nicht mehr denkst.
Genau. Ja, wie du auch in den Offenbarungsbüchern gut schreibst, das Vertrauen fehlt halt. Und ich glaube auch vielen fehlt das Vertrauen allgemein zu dir, in der Persona. Das ich selbst. Immer, Entschuldigung, ja. Überall steht dieses Ich bin du. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, dieses Ich bin du. Das ist für deinen eigenen höheren Selbst. Und das ist der große Unterschied von Holofeeling. Dann, wenn ich so Sachen mache, ich kann das nicht mehr lesen, da rebelliert wieder, der Zweite wird übermächtig, der will sich am Leben halten. Das Ego, es ist eine reine Ego-Aktion. Genau. Und wenn du wirklich die Stufe hast, wo ich dich zurzeit sagst, einmal hinführen möchte, als Wegweiser, nicht, dass ich dich zwinge. Das ist dieser wertfreie Beobachter, dass du dich beobachtest. Ich kann immer und immer wieder nur sagen, verlagere deinen Fokus auf deine eigenen Meinungen und Reaktionen und mach dir bewusst, wie du reagierst, ohne das selber in irgendeiner Art und Weise zu interpretieren. Es ist nämlich gefährlich, wenn du nicht merkst, dass du dich über was aufregst, dann ist die Sicherung durchbrennt, bist du voll im Unbewussten. Und was aber auch gefährlich ist, wenn du merkst, dass du gut reagierst, nur gut reagierst, dass das dein Ego wieder aufbläst, das ist ja noch viel gefährlicher. Na klar. Ja. Ich sage mal wieder, die Schwierigkeit sind diese zwei Seiten. Energie hast du, wenn du dich schlecht fühlst, weil dann willst du das verbessern. Immer wenn du irgendwie in einer Situation bist, wo du dich gut fühlst, ist überhaupt kein Beobachter in der Form dort, dann genießt du den Zustand bloß. Ja. Wach wirst du eigentlich erst durch das Schlechtfühlen. Ja, es ist so. Das ist auch das immer, wo ich mir ganz groß draufgeschrieben habe, demütig sein. Ich wollte mal, bevor ich zu Holofeeling überhaupt gekommen bin, hat mich mal ein für mich sehr weiser Mensch gefragt, immer für mich. Ich falle nur in die Rollen und dann kommt dieses zeitliche Geschwätz, wo ich dann auch sage, so, die schieben dir die Schuld zu. Denn wenn ich nicht in hier und jetzt lebe, dann wird es irgendwie raumzeitlich bei mir noch momentan. Dann verfalle ich der Geschichte. Naja, zumindest habe ich mir dann gesagt, beziehungsweise er hat dann zu mir gesagt, was ist denn für dich demütig? Und dann ist mir erstmal klar geworden, da gibt es nicht auf Demut gibt es ja nicht eine Antwort. Das ist ja nicht so wie jetzt in der, was ist der Zahn oder was ist die Zahnwurzel oder was ist der Zahnhals, sondern das ist ja mal wirklich, was ist Demut? Und dann, wo beginnt's, wo hört's auf, wann kommt's? Und dann ist meine Reise ins Holofeeling gestartet. So. Und da war dann so ein Moment für mich, wo ich wirklich ein Auffangbecken habe und gemerkt habe, wie ruhig ich werde, weil ich jemanden habe, der einfach das sagt, was ich mich totquatsche. Totquatsche. Man weiß gar nicht, wie schlimm das ist, mit 16-jährigen Teenagern zusammenzusitzen, die keine Ahnung von Leben haben. Echt gar nicht. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und dann dadurch bin ich dann zu Holofeeling und du hast mir dann halt einfach gezeigt, was in einem schlummert und was man auch, da kommen mal Tränen, logisch, aber das ist doch nur mein Programm. Das muss man mal zulassen und das muss man mal genießen und dann geht's auch wieder weiter. Und es ist halt so ein bisschen schade, dass da die Leute halt so dieses Tritt-mich-Volk, Ellbogengesellschaft und alle faseln und faseln, aber dass dann, was du sagst, keiner sagt, ich bin's. Ich bin doch du. Was ich da sehe, das bin doch ich. Wenn ich ein Problem, zu mir hat einer gesagt, Moritz, du bist entweder zu strukturiert oder zu unstrukturiert, in manchen Fällen, weil dann immer dieses Extremer bei mir ausfällt. Und das ist mir so im Kopf geblieben, bis ich dann jetzt vor 2 Tagen gerafft habe, Moritz, das ist ein Problem, das du wirklich mit dir selbst hast. Das ist keine Aussage, die dir anheftet. Wo sondern die Probleme immer nur wieder das Wort Ding, ein Problem ist, was vorgelegt ist und es tauscht sich von Gedanken zu Gedanken, von Augenblick zu Augenblick, von Moment zu Moment tauscht sich das Problem aus. Ja. Ja, es ist so. Das ist die Antwort. Und diese einfachen Sätze, wenn man versteht, Probleme lösen sich von selbst. Die Schwierigkeit ist, du kriegst jedes Mal nach einem Problem sofort wieder ein neues Problem. Genau. Aber die Probleme werden schöner. Im chronologischen Denken ist ja wie hell und dunkel, wo ich sage, die Kunst, die zwei Zugehörigen zu finden und zu wissen, dass die immer nur gleichzeitig da sein können. Genau, ja. Das fällt einem dann auf. Ich sag mal, das ist bei mir noch nicht richtig programmiert. Deshalb sage ich auch. Das ist das Alte. Immer wieder dran denken, du steckst jetzt in dem Moritz-Buch, steckst du hier noch ganz vorne drin. Ja. Und ich habe dir vor der Aufzeichnung, habe ich dir die Sache mit dem Jan erzählt, wo er die tollen Bücher geschrieben hat und wo ich immer, was er wirklich gewundert hat, wo ich sage, wenn du nicht mindestens 40 bist, an Leben auf Seite 40, sage ich einmal, kannst du das intellektuell komplett begreifen, aber wirklich verstehen, wo ich jetzt sage, wenn er jetzt auftaucht, jetzt wird er zu einem Mann langsam.
Und das Männliche ist natürlich, und da machen wir jetzt nochmal hier, du kannst gleich, gehen wir gleich einmal drauf auf aktuelle Sachen. Casting. Ich sage jetzt nur Namen, ich spreche immer von ganz bestimmten Traumwelten. Das heißt, ganz wichtig, der Geist vom Bücherregal, das JCH, sobald ich ein rotes Ich war, bin ich verbunden mit einem blauen Ich und erlebe eigene Traumwelt. Ja. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals eine Figur. Dieser Satz muss hundertprozentig in dich eingebrannt sein. Ja. Das heißt, du erwartest nichts mehr in der Form als Geist von Menschen. Von der Brüsselebene aus gesehen sieht es ganz anders aus, weil wir das Leben normal weiterlaufen lassen. Man kann sich selbstverständlich helfen, man kann dann unterstützen, egal was es ist. Das passiert sowieso, wenn du es tust, wenn dich gut fühlst. Ja. Alles, was du an den anderen gibst, gibst du letztendlich dir selber. Ja. Und wie gesagt, was kann ich geben? Schau einfach, was du geben kannst. Ob das jetzt Wissen ist in einem gewissen Fachbereich oder Weisheit ist, was ich sage. Ich kann nur Weisheit und Liebe geben, ich besitze nichts anderes. Ich habe früher, ich kenne ja auch die zwei Seiten. Ich war immer wieder, jetzt mache ich wieder das Udo-Leben, komme ich aus dem absoluten Nichts. Und dann habe ich mir aus dem Nichts eben durch meine Einfälle meinen Laden aufgebaut. Und da kann ich dann wirklich sagen, ich war reich, was ihr seht. Ja. Das ist alles immer relativ. Das ist kein Bill Gates, aber mein Standardbeispiel, wenn ich hier als junger Bursch, wenn ich einen Ferrari wollte, den hätte man kaufen können, ohne dass ich mir Gedanken mache, kann ich mir den leisten, das hätte ich auf der Seite gehabt. Ja. Aber das musst du dir erarbeiten. Und da war ich auch, wo ich immer wieder sage, ein hundertprozentiger Geschäftsmann. Mit Gewinnmaximierung, mit all diesen normalen Denken in dieser Zeitphase, was wir uns jetzt natürlich an die Vergangenheit denken, was nie in der Vergangenheit war. Ich muss ja in deiner Logik mit dir reden. Genau. Aber wichtig ist, dass man irgendwann mal rauswächst. Und da bringe ich jetzt gleich ein Beispiel und da schalte ich jetzt einmal die Kamera dazu ein, weil die Kerstin immer den Trevor-Wein reinstellt. Und das machen wir jetzt mit Ton, wenn das hinhaut. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Fangen wir mal hier an. Pass auf, dieses Video hat die Kerstin reingestellt. Und das waren ja einige Sachen. Und ich sage, der Typ ist dieser Kurt Depperwein. Strahlt eine absolute Altersweisheit aus. Okay. Was jetzt interessant ist, wenn du das hörst, speziell jetzt dieses allerneueste Video. Es ist in einem absoluten Gradex, fast Wort für Wort Sachen, die ich schon vor 25 Jahren als Udo gesprochen habe. Jetzt ist wieder die Frage hier, wo viele, ich spreche das nur an, ich bin du, der schreibt dir alles vom Weinreb ab. Diese rein jüdische Erklärungen von dem Professor Weinreb. Ich sage immer wieder, der Brösel, der Krümel stammt vom Brot ab und nicht das Brot vom Krümel. Ja. Wir hören uns ganz, ganz kurz rein. Gerne. Du kannst das ganze Video, es ist die ganzen Beispiele, sind 1:1, könnte ich jetzt sagen, den Udo noch geplappert. Ja, was jetzt der Witz ist, mir mein Pixelmännchen. Und jetzt genau zuhören, bitte. Ich sage, wenn du Geist, als träumender Geist, der Einzige, der den Traum erlebt, wenn langsam in dir, du bist ein Zentralspiegel in einem eigenen Tetraeder, nicht der absolute Zentralspiegel, aber die erste Peripherie, als rotes Ich. In dem Moment, wo du was zu verstehen anfängst, wächst, ohne dass dir das bewusst ist, das in einige Figuren in deinen Traum rein und die werden das wissen, das du verstanden hast, wenn die zwangsläufig anfangen wiederzugeben, wenn sie die Weisheit haben, die ausgedachte Weisheit haben. Hör mal zu. ...der Entwicklung und neue Fragen letztendlich aufwirft. Jetzt, heute haben wir natürlich ein Thema vom Ich zum Selbst. Das ist schon harter Schinken. Da werden viele sagen, was meinst du? Ein ausgedachtes Ich zu einem ausgedachten roten Selbst. Der Unterschied wird jetzt schon nicht gemacht, aber wir wissen ja, um was es geht, okay? Ja. Die eigentlich, ja. Ich würde gleich einsteigen mit der ersten Frage und zwar, wer sind wir eigentlich wirklich fernab unserer Persönlichkeit? Wer sind wir, rot geschrieben, eigentlich wirklich? Wir sind es wirklich, rot geschrieben. Ja, genau. Hier ist ganz wichtig, dass das jetzt bewusst wird in den Kontext, da wird was von geredet, was nicht existieren kann, was man nicht denken kann. Also Sie sagen es schon wunderbar, wir sind nicht unsere Persönlichkeit. Die Weisheit der Sprache sagt es ja auch. Ich habe die Weisheit der Sprache, es geht um Weisheit. Das weiße Licht, das nicht denkbar ist. Diese Energie, dieser Geist oder Licht, rot geschrieben, aus der alles entspringt. Und das Ganze ist das Geheimnis der Sprache. Ja. Einen Verstand. Ich habe einen Körper. Ich habe eine Persönlichkeit. Also jetzt kann ich das AI lesen,
als nicht existierend, hebräisch dann hast, ich habe einen Verstand, einen nicht existierenden Verstand, der ist zwar in mir drin, aber der tritt nicht aus mir selbst heraus. Ja. Ich habe einen Verstand, ich sage immer, du sagst, ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Körper, du wirst nicht sagen, ich bin das Auto, ich bin die Wohnung. Nee. Ist denn dieses geheimnisvolle Ich der Besitzer von dem Körper, dem Verstand, der Persönlichkeit? Das bin ich wirklich. Das bin ich, das Wirklicht. Die Schwierigkeit ist, man denkt sich jetzt dann schon wieder was aus, nämlich das Wirklicht aus, darum sage ich, und selbst das ist ja schon wieder was Ausgedachtes, jetzt muss einer da sein, der sich das Wirklichte Ich ausdenkt. Ja. Das mache ich ja mit dem Rot-Blau. Aber was du jetzt, ich lasse mal nur wen laufen. Schauen wir doch einmal hin, wie alles begann. Mhm. Weil man muss sich doch die Frage stellen, wieso sind wir überhaupt hier? Also, wir alle sind vollkommenes, ewiges Sein. Wir sind reine Existenz, reine Energie. Wir sind Bewusstsein, wir sind vollkommen. Aber zu Hause ist alles vollkommen. Das heißt... Ich nenne das lieber daheim. Mhm. Die geschlossene Schöpfung ist Hayom, das Meer ohne Wellen. Wir haben für Vollkommenheit nicht mal einen Begriff, weil das ist ja normal. Ich nenne das absolut. Wenn ich also mir meiner Vollkommenheit bewusst werden will, wenn ich also von der unbewussten Vollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit kommen will, muss ich meine Vollkommenheit erst einmal vergessen und ich brauche den Spiegel der Unvollkommenheit, damit ich Vollkommenheit überhaupt erkennen kann. Das heißt also, da sind wir schon bei unserer Lebensabsicht, irgendwann erwacht im Bewusstsein der Wunsch, bewusst vollkommen zu sein, zu erkennen, was das heißt, vollkommen zu sein. Und dazu brauchen wir eine Welt der Dualität. Und deswegen gehen wir in die Schule des Lebens hierher, um... Es ist natürlich interessant jetzt mit der Sprache, wenn du Holofeeling studierst, dual heißt ja praktisch du nichts oder du Gott. Mhm. Und der platzt eben auseinander in das Oben und Unten, wo ich mit der Welle immer zeige. Es ist jetzt rein, wenn du das weiterhörst, ist das reines Holofeeling. Ja. Aber natürlich ohne diese sprachlichen Erklärungen. Ich will jetzt auf diesen Gedanken, dieser Mann, den du dir jetzt ausdenkst, dieses Pixelmännchen ist ein Gedanke von dir, den erschaffst du und der ist in einem gewissen Maß schon ein Spiegelbild. Wenn du das jetzt alles akzeptierst und abnickst, es geht nicht darum, wer hat es gesagt. Die Frage ist, wer denkt sich den jetzt aus? Genau, ja. Was Figuren in deinem Traum sich ausdenken, sprechen, Entschuldigung, wird von dir geträumt. Mhm. Und ich weise noch mal darauf hin, wenn du das jetzt hörst, was er sagt, es ist satzweise über weite Strecken original Zitate aus meinen Selbstgesprächen, die teilweise schon 20, 25 Jahre alt sind. Ja. Jetzt zu diskutieren, wer hat es zuerst gesagt? Der Deberwein oder der Udo Betscher, wer hat es zuerst gewusst? Ja. Gedachte Figuren wissen nichts. Verstehst du? Du bist die Quelle. Du fängst langsam an zu verstehen. Und jetzt gehen wir in die Geschichte rein. Wenn ich jetzt natürlich wieder neugierig war, will ich wieder raumzeitlich recherchieren, dann schauen wir mal, wenn du jetzt ältere Videos von dem anschaust, der ist ja sehr berühmt in der Esoterik-Szene, jetzt tun wir uns mal informieren, pass auf, wir gehen auf Wikipedia und schauen uns mal den Kurt Deberwein an. Ja. Jetzt ist natürlich hier wieder 19, gespiegeltes Licht ist Leb. Ja. 32 ist Leb, heißt ja das Herz. In L, das Licht ist oben, raumzeitliche Erscheinung ein. Ja. Das Licht ist oben, raumzeitliche Erscheinung ein. Ja. Das ist göttliche Spiegelung 32. Da gibt es keine Zufälle. Nee. Das, was du siehst, entspringt aus einer extrem kompletten Matrix, so wie alle Bilder auf deinem Computer aus einem Dateien mit Programm verwirklicht werden. Mhm. Aber jetzt pass auf, der Werdegang ist das Schreinerlehre, dann hat er Roulette-System auf den Markt gebracht, dann Heilpraktiker, der ist wirklich für Heiligkeit predigen und viel Geld damit verdienen. Das geht dann so weit, dass er sich größer machen wollte, den wir uns jetzt natürlich ausdenken. Ja. Dass er hier Missbrauch von Titeln von einem deutschen Gericht verurteilt wurde, 2005 zu 6.000 Euro praktisch mehr oder weniger, weil sich Professor Dr. Phil genannt hat mit einem gekauften Doktortitel. Ich werfe jetzt dieser Lebensgeschichte nichts vor. Wichtig ist das, was am Ende passiert. Vom Saulus zum Paulus werden. Ja. Aber das bleiben doch alles
einfach nur ausgedachte Figuren und wer denkt sich die alle aus? Ich sage immer wieder, wenn du ein wirklich deutscher, rotgeschriebener Autor geworden bist, ist ein Zeichenerwecker, Autor. Und die Zeichen, die du in dir erweckst, sind schlichtweg und einfach deine Gedanken, das sind deine Probleme. Ja. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir uns das Wort einmal ein wenig genauer an. Wir schauen uns mal den Kurt an, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Schau, KRT, das ist ja der Kurt. Tod als Gottesstrafe. Ja. Das Fällen eines Baumes, Wegschneiden. Okay? Das ist natürlich immer wieder, wenn du jetzt nur das, was hier drin steht, du musst schauen, wir können immer das auch positiv machen. Das ist die Schwierigkeit. Du musst begreifen, es gibt kein Wort, das du jetzt negativ sofort vorschnell verursachst, das man nicht auch positiv sagen kann. Wenn ich nämlich zum Beispiel abhaue aus dieser Welt, wo gehe ich dann hin? Ich gehe wieder heim. Genau, ja. Da muss ich aber den Baum, das Ausgedachte, baue eine Gestalt auf. Das BA, die polare Schöpfung ist eine aufgespannte Gestaltwährung. Das muss wieder in die Null zusammenfallen. Dann haue ich in einem gewissen Maß aus dieser ausgedachten Welt als Brüssel wieder ab und gehe wieder heim. Ja. Okay? Das wollen wir jetzt lesen. Du, dieses KFRD heißt das mal wie eine berechnete Erscheinung, rational eine berechnete Erscheinung. Wenn ein Gotteskind sich selbst mit einer Erscheinung von sich selbst, das heißt mit einem ausgedachten Enosch verwechselt, ist das der eigene geistige Tod. Jetzt ist er in dem Alter am Ende, in der Weisheit. Er strahlt die absolute Weisheit auch aus in der ganzen Visionomie. Das hat der junge Debberwein hat es nicht gemacht. Ja. Okay? Ja, das ist noch der Schwamm. Positiv, das ist genau das, was hier gesprochen wird. Schauen wir mal jetzt erst mal den Kurt. Jetzt machen wir mal jetzt erst mal den Depp. Das heißt, die Luftfahrt in die Höhe gehen, das heißt, jetzt aufsteigen in den Himmel. Ja. Das kann man rot machen. Eine Luftfahrt in die Höhe, ich kann die Höhe negativ und ich kann die positiv lesen. Ja. Dann kommt die nächste Radix. Okay. Bar. Jetzt kommen wir wieder, wie Luft, rot geschrieben, das Licht. Koll heißt alles. Ja. Wenn wir es rot machen. UF ist jetzt natürlich blau, ne? Aufgespannte Facetten. Wann aber sobald wir das rot machen, wird es zu UB. Alles ist UB. Ja. Der Immerseiende. Ja. Okay, und es reißt ihm auseinander in einem Wellenberg und in einem Wellental. Und das heißt jetzt das Aufreißen. Schau mal, was da steht: das Aufreißen des Mundes. Ist, wenn ich jetzt das rot mache, wird es der Schöpfer UB, ist ein Spiegel mit seinem Sohn. Ja. Ja, AUB, schön, ne? Drei Cent ist M. Das ist absolut geil, ja. Das ist absolut geil. Es öffnet sich etwas in dir. Okay? Der Schöpfer UB macht alles. Mach ist wieder vom Bruder. Ich muss ja in irgendeiner Form in dir in Erscheinung treten, dass du dich selbst als Zwilling in einem gewissen Maß wahrnehmen kannst. Genau, ja. Gut. Und dann haben wir natürlich hier noch das W1. Warte mal schnell. Das machen wir jetzt hier mal. Das heißt hier ganz einfach, doppelt aufgespanntes W. Wenn wir das W als W machen, kann man natürlich auch als ein Chin machen. Siehst du, weil das sieht ja wie ein W aus, der Buchstabe hier. Und Ayin ist nicht existierend. Etwas doppelt aufgespanntes, dieses hier, etwas doppelt aufgespanntes ist nicht existierend. Ja. Jetzt pass auf, der Wein selber... Wenn wir jetzt hier reinfahren, ich wollte jetzt nur zeigen, wie sich das verschiebt, da ist ein System im Hintergrund. Das muss erst einmal verstanden werden. Jetzt haben wir aber hier bei dem Kurt, schau mal, gehen wir ganz kurz nochmal zu dem Kurt, schauen wir mit Atba-Schwert 34, Pyramidenwert 86 auf der 100, also 86,0. Ja. Ihr könnt jetzt lesen, hier UB ist eigentlich nichts. Da ist noch nichts da. Ja. Der Atbasch ist immer der gespiegelte Wert. Muss ich jetzt nicht drauf eingehen, die 34. Wenn wir die 34 nehmen, schau mal, ich mache mal den Atbasch 34, was es da alles gibt. Das ist erst einmal wie eine Affinität. Gelesen blau, wie eine Affinität. Du musst immer denken, wenn man das jetzt genau, wie oberflächlich bin ich, wie viel Zeit nehme ich mir? Der Ausdruck Affin oder Affinität wird in der philosophischen und wissenschaftlichen Fachliteratur im Detail in unterschiedlichen Sinne verwendet. Jetzt hast du mal um eine Nähe, eine Annäherung, eine Verknüpfbarkeit zweier Objekte. Man spricht von einer affinen Spiegelung, vorm Spiegel, hinterm Spiegel. Ja. Eigenschaften, Begriffen oder Vorstellungen zu bezeichnen. Man unterscheidet ZWI zwischen zwei Affinitäten, eine empirische Affinität, dabei handelt es sich
um die Verknüpfbarkeit von Vorstellungen. Mhm. Das ist eigentlich letztendlich ist die Verknüpfbarkeit von Vorstellungen. Holofeeling ist die absolute Affinität, wenn man das so sieht. Ja. Weil alles verknüpft wird, weil Wellenberg und Wellendahl, alle Polaritäten, egal was du denkst, wenn du einseitig bist, gehört immer ein Gegenteil dazu. Ja. Welche durch eine Verknüpfbarkeit im erscheinenden Gegenstand gegründet ist, im erscheinenden Gegenstand begründet ist, das ist das Plus Minus, und ein Reihen, ein Spiegelsein, geistige Transzendentale. Jetzt haben wir uns, was ich dir gesagt habe, du studierst ja. Zahnarzt. Genau. Da steckt das Shin, das rote Shin mit drin, das Dental, die Zähne. Macht ja. sich da einer Gedanken? Ich kann das natürlich den blau lesen, dann heißt die innerst geöffnete Existenz ist eine erscheinende Schöpfung, die Ohr heißt Wachraum und das heißt Urteil, ein geurteilter Wachraum, blau gewesen. Ja. Ja. Das, was du im Mund hast, sind deine Zähne und hast du Zahnlücke, 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 Zahnlücke zwischen den Zähnen, wo man hier reingeht, zum Saubermachen. Mit dem Stäbchen oder mit der Seide. Schön, die Seide habe ich schon so oft gesagt, ich nehme eine Ecke und strecke die Ecke und dann wird es zu einem SD-Ecken und dann denke ich mir an den SD-Ecken eine Seide. Mhm. Ich spanne die Seide, ich mache diese eine Seite zu einer Ecke und dann kriege ich einen Bogen. Ja. Klingt jetzt selber, aber die Sprache im Hintergrund ist ein arithmetisches System, wo die Bilder aufbaut. Richtig, ja. Sie steht für die Verbundenheit all dieses Nichts. Du bist ein Dual, ein Nichts des Gottes. Und leer, auseinandergeschmissener, berechneter Vorstellungen. Mhm. Das eine kann es ohne das andere nicht geben, das Meer gibt es nicht ohne seine Wellen. Ja. Ja, da merke ich noch. Grund auf ist ein geistiges Rund. Ja. Ehreneinheit im selben Bewusstsein eines Bewusstsein Adam Enosch. Du brauchst rotes Ich, blaues Ich. Mhm. Dieses Bewusstsein ist wiederum die geistige Grundlage der empirischen Affinität. Das heißt, dieser Enosch, dein blaues Ich, dein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm erschafft letztendlich das, was du erlebst. Ja. Jetzt haben wir ja schon den Kurt. Siehst du das? Wir sind bei der 34. Ja. Jetzt haben wir den Kurt als nächstes. Haben wir gerade gelesen. Jetzt kommt ungefähr 6. Schau, wie zwei Shin. Shin und Sinn. Mhm. Shin und Sinn. Was jetzt interessant ist, ich denke mir das jetzt so, das heißt ungefähr 6. Das heißt wie 6, weil Shin, Shin alleine heißt nämlich 6. Es ist aber interessant, dass dasselbe Wort Shin, Shin, 6 heißt ja schon wieder auseinandergespannt. Dass das auch das hebräische Wort für Marmor ist. Das lateinische Wort Marmor wiederum heißt eine spiegelnde Fläche. Ach so. Ein glatt polierter SD1, raumzeitliche Erscheinung ein. Marmor ist, ein polierter Marmor ist eine spiegelnde Fläche. Wahnsinn. Ne? Kann ja nur Zufall sein, was ne? Das Ganze passiert im Verborgenen übrigens mit deiner Logik, die 200 mit deinen Berechnungen. Ja, ist Zufall. Okay, jetzt wird es interessant. Die 34 ist natürlich auch sehr interessant, die Krone. KR1. Die Krone ist Corona, da gehen wir gleich drauf ein, auf das Corona. Wir schauen uns mal, das, die Krone ist ja Keder. Mhm. Ich sage jetzt die 0, die ist die 4, eigentlich die erste. Das heißt einkreisen. Mhm. Das ist in Keder, du kannst, wenn du jetzt die Zeit hast, schau das, das ist ein Umzingeln, dich umkreist letztendlich deine Gedankenwelt, die du um dich herum verstreust. Ja. Ja. Ein Mensch ohne die Tora ist die Reihe. Mhm. Ist ohne geistliches Betriebssystem, weil die Tora, diese hebräische Bibel, ist wirklich, wenn du da tiefer reingehst, ist ein gezipptes Programm, ist ein absolutes Computerprogramm. Ja. Funktioniert im Prinzip wie deine jetzt ausgedachten Computer funktionieren, was du lernen kannst, bloß natürlich viel, viel komplexer und viel geistreicher. Ja. Persönlicher Intellekt kann ein Mensch kein persönliches Malkut erschaffen, das ist die 10. Sephira, beziehungsweise dann die 9., wenn wir beim Null beginnen, die Welt der Spiegelungen erschaffen, so wenig wie ein Computer ohne spezielle Cyberspace-Programm auch keine spezielle Matrixwelt auf seinem persönlichen Monitor zaubern kann. Du kannst in deinem gestaltgewordenen Bewusstsein keine Bilder zaubern, wenn du kein Programm und keine Daten hast. Ja. Diese 4, diese 34 kann man natürlich auch als 3-4 lesen. Mhm. Und da kommt jetzt dann das große Geheimnis im Hintergrund, nämlich ich. Das ist nämlich dein Glücksgott Jupiter, der in dir auftaucht. Mhm. Darum sage ich, einer, der hier den Udo absagt, der weiß gar nicht, was er sich antut.
Ich zwinge dir nicht, sag, ich bin ein Wegweiser. Wenn du das nicht hören willst, dann hörst du dir doch einfach nicht an. Richtig. Wir sind doch keine Sekte. Nee, ja. Okay, jetzt schauen wir mal unser Corona ganz kurz an im Lateinischen. Pass auf, wir machen mal Lateinisch kann, ist das Herz. Das kann man natürlich jetzt das rote Herz nehmen. Das kommt dann gleich und HRS ist ja die Erde. Erde ist ja weg, das wissen wir. Wir können natürlich dann auch, schau, in Gott, Beal, öffnet sich das Herz. Ja. Aber auch in Gott geschlossen die Seele, das Gemüt. Ja, ja. Das geistige Bewusstsein ist eine Inno, innen. Ja. Das ist der Herzengrund hier. Aus diesen Herzens geh rund, aus dem Geist entspringt es rund, um dich herum. Ja, ja. Okay? Corpus Vitus. Ja. Das ist übrigens dann hier der Armut, der mit dem Pfeil auf dich schießt. Ich sage dir jetzt gleich von vornherein, dass hier dieses Wort Pfeil im Hebräischen ist eigentlich das Wort für außerhalb und fürs Äußere. Deine Gedanken sind die Pfeile, die du abschießt. Da kommt das stochastische Denken. Ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein, alles tausendfach angesprochen. Ja. Jetzt ist interessant, die Korah. Korah ist das Mädchen und das Mädchen wiederum, ich sage immer, die Jungfrau heißt immer, da steckt das Wort Junge und das Wort Frau schon mit drin. Dieser Begriff Jungfrau ist eigentlich ein junger, unreifer Adam. Der ist nämlich männlich und weiblich gleichzeitig. Ja. Okay? Okay. Das ist dann übrigens Bi. In mir ist Koris Beub Illa. Da ist dieses, die Weisheit des UB und Illa, das ist Unterform von Lila, was übrigens im Sanskrit Spiele heißt. Und im Hebräischen ist es die Nacht, die Existenz in der weiblichen Eins, in der Acht, die Existenz in deinem blauen, aufgebaut auf deinem blauen Ich. Ich hau jetzt hier einfach so hin. Ja. Gut, jetzt haben wir aber da nochmal eine Möglichkeit, wir können jetzt da noch weiterfahren. Wir gehen jetzt einmal hier ins Griechische. Ich habe ja gesagt, das hängt zusammen. Wir machen mal hier einfach dieses Koro. Da hast du jetzt schon den Chor. Chur. Das ist das hebräische Wort für Ben-Hur, der Chor. Schau. Chet-R. Und da haben wir wieder zwei interessante Sachen. Das ist erst einmal eine Augenhöhle, das ist eine Beckenhöhle. Augen, AGN, preisiert heißt der B-Ecken, Ballare Ecken. Und du hast HBH. Ja. HBH wird auseinandergeschmissen. Ist dabei? Ja, bin ich komplett, ja. Schaltet nicht um. HBH wird auseinandergeschmissen. Das ist auch immer weg. Ein Geist ist dieses HBH, das auseinandergeschmissen wird. Wahnsinn. Heißt das ja, das immer Seiende wird auseinandergeschmissen. Der Edle, der F-Rei, die Facetten sind im Spiegel geboren. Geb, habe ich mal so oft gehabt, ist diese Bewegung, ein Berg aufbauen, runter die Felge, wieder nach unten, kommst dann in das Loch, in die Lebensfrische, Hebräisch, das ist deine Öffnung und das passiert, weil hier SB, raumzeitliches Wissen, zu alternieren anfängt, das sind deine Gedankenschwellen. Ja. Es raubt dir den Atem, wenn du einmal die Grundlagen von Holofeeling hast. Das ist wenn es, du die nicht hast, sagst du, was redet der, es ist ja nur Geschwätz und du gehst wieder zurück in deine Kleingeistigkeit. Ja, das ist es halt, ne? Das ist traurig. Es. Aber ich nehme es ja an. So. Jetzt nur bei dem Chor. Schau, ich habe jetzt nur angesprochen. Das waren ohne Probleme aus dem Stegreif 400 Seiten. Ja. Okay. Unterrichtet zur Vorstellung, zur Form gewordene Vorstellung, auf dem Theater, das sich in dir abspielt. Und du wirst zwangsläufig, wenn du auf der Bühne bist, vor dem B im Spiegel. Diät. Du wirst Zeit. Vor dir im Spiegel wirst du zur Zeit. Ja. Merkst du jetzt langsam, dass deine Metaebene ist, die rein arithmetisch ist, dass das weit weg ist von den oberflächlichen symbolischen Auslegungen von Traumwelten oder Astrologie oder I Ching, das natürlich so gelesen auch alles stimmt. Na, durch die Bank, also erstmal mit einem beschäftigen, sage ich mir immer. Du wirst natürlich dann hier dieses geöffnete Ich in einer Reihe, okay? Ja. Ist hier Haar auf dem göttlichen Geist, ist die Wahrnehmung ist auf dem göttlichen Geist, die Schöpfung mit zwei Bündchen drüber. Ja. In ihren eigenen Sticken müsst ihr mitspielen. Und du wirst jetzt zum Vordänzer und Vorsänger für alle anderen, im Positiven wie im Negativen. Ja. Wir, sind bei Corona, wir sind bei Corona. Mhm. Okay? Jetzt ist es, die DR, die Reihe ist eine Schöpfung in aufgespannten Polarität. Farbe. Die Haarhaut, die wahrgenommenen Zeichen des Auges, immer an die Augen denken. Mhm. Okay, du kannst jetzt diesen Tanz leidenschaftlich lieben,
Du kannst auch eine panische Tanzsucht bekommen, weil du hier nicht aufhören willst zu tanzen. Okay, die Reihen, die spiegelgeistigen Exzellenz, die Führer sind immer innen. Ja. Okay, jetzt geurteilt in ihm ist ein Urteil im Spiegel. Ja. Im Rei. In ihm sind Urteile im Spiegel. Und das wird zu deinen geistigen Existenzen. Jetzt können wir da noch weiter. Ich habe noch eins machen wir noch. Wir machen mal das Kormi. Haben wir im Griechischen zwei verschiedene O. Ja. Es ist ja das mit dem Omikron geschrieben, mit Mikro. Wir schauen uns mal, gibt es das auch mit dem Omega, das ja wieder wie ein Shin ausschaut. Okay, machen wir einfach mal Kor, da gibt es nicht so viel. Das ist das erste Mal hier der Raum, der etwas umfasst, den etwas einnimmt, der Ort, der Platz, die Stelle. Du hast jetzt das erste Mal den Mittelpunkt. Okay, der platzt auf der Stelle. Ich setze dich in Bewegung und dann baust du um dich herum einen Raum auf. Okay, wir machen mal jetzt ohne, nur oberflächlich. Das ist, du hast von mir einen angewiesenen Platz oder einen Platz, wo sich einer befindet. Das ist jetzt, du kannst deinen Radix-Horoskop nehmen, dann setzt du dich mit der Radix auf die Oberfläche einer Kugel, das nennt man dann auf eine Sphäre, du setzt dich in die Sephiroth an eine gewisse Stelle in die Sphären rein, okay? Du kannst dich aber auch auf eine andere Stelle setzen, nämlich in den Mittelpunkt reinsetzen. Klar, ja. Okay? Du musst dann wissen, dass der Raum ist eigentlich Geist und der Geist ist eben. Geb haben wir wieder hier, Geb haben wir zuerst einmal hier das Plus-Minus, wenn wir das durchgehen, das haben wir zigfach gemacht. Aber du kannst an Ort und Stelle hier und jetzt ruhig auf deinem Platz bleiben und das alles um dich herum verstreuen. Genau, ja. Machen das jetzt mit dem Mega O. Ja, das ist Wahnsinn. Dieser Platz, der alles in sich fasst, ist in Ruhe und vollkommen in Ordnung. Das nennen wir Kosmos. Ja. Das griechische Wort Kosmos heißt Ordnung, andere nennen es Universum, das in eins gekehrte. Okay? Ja. Und ihr müsst euch jetzt, das da mal in diesen ersten Peripherie-Tetraederspiegel, musst du dich beruhigen lassen. Du musst dich hier, das da mal auf seinen Plätzen lassen, nicht beunruhigen. Lass dich beruhigen. Du sollst dich nicht beunruhigen lassen. Du bist noch nicht im absoluten Zentrum, aber zumindest im Zentrum als ein rotes Ich. Du bist das Zentrum deiner Welt, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Ja. Ja, stimmt? Das ist so. Wahnsinn, wie man da immer wieder, also wie du einen reinholst. Ist, wenn einmal die Grundlagen da sind, es macht dich, es raubt dir den Atem, aber es zieht dir alles, was du bisher geglaubt hast, zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Du sagst uns, wer wir sind und wie wir sind. Ja. Genau so ist es. Sagst du mal und dann ganz grob, wie du funktionierst. Genau. Okay. Ja. Jetzt ist natürlich hier, dass der Wein, habe ich ja gesagt, wir kriegen jetzt da was ganz Eigenartiges. Das ist ja im Hebräischen, wenn wir hier, wie mache ich jetzt da den Bogen? Wie mache ich jetzt da den Bogen? Ich springe einfach mal, ich mache jetzt das nochmal wild, wenn man die Masturbation, es geht um Onan. Wir haben ja Corona. Pass auf, wir machen das einfach mal so, wir haben ja dann noch Ona. Okay? Und ich mache jetzt mal einfach, wir sind nicht in Griechisch-Lateinisch, wir bleiben im Hebräischen. Wenn wir hier Ona, Corona. Dieses Ona sollte dich an Onanieren erinnern. Was bedeutet Onanieren? Da kommen wir jetzt mal auf Wikipedia und dann wirst du weitergeleitet auf Masturbation. Okay? Von Onani. Schau mal. Onani. Ja. Onani. Die Onani. Und jetzt gehen die natürlich, zuerst einmal, man nennt es Masturbation. Da haben wir schon hier eine Reihe wieder. Ja. Ist eine Stimulation der eigenen Geschlechtsorgane und so weiter, das zum Orgasmus führt. Wir wollen uns einmal die Etymologie anschauen. Und jetzt wird natürlich zuerst geht das Wort, ist nicht sicher geklärt. Das heißt also hier zuerst einmal, man geht davon aus, blabbert ja jeder nach. Ja. Manu ist übrigens ein Gott, Durbari. Ja. Immer die denken, Durbari, das ist die Flüssigkeit, Ries, eine Grundform von Memim. So zum Beispiel etymologisches Wörterbuch, bla 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 bla. Das ist jetzt alles, andere etymologische Deutungsversuche bewegen sich eher im Bereich der Volksetymologie, Plausibelscheinen machen linguistisch-lateinische Herkunft von der Vorsilbe mass, männlich und den Stammwort durbare. Wir haben wieder die Reihe, bar ist das Äußere, br. Wir können auch ba, das Kommen von re, 470 ist ra, ist das Schlechte. Ja. Preisiert, schlecht wiederum, Shin El,
Das logische Licht erscheint dir echt. Ja. Das ist dann heftig in Bewegen. Stören und heftig in Bewegen. Immer dran denken, SDÜR, SDWAFR heißt wild und ungeordnet. Mhm. Widerspenstig. Das ist, wenn du dich heftig bewegst, weil du einfach nicht zur Ruhe kommen willst mit deinem Denken. Ja, das ist... Gut. Ja. Ja, das war auch noch so eine Frage. Manus kannst du einzeln, was du merken, Manus ist ein Gottesname, der Manus, T-U-P, ist deine Ratio. Mhm. Ja. Manus, T-U-P, der immer sein T-U-P, ist deine Ratio. Wahnsinn, das ist Manu, Stupp, Rare. Das ist interessant, Manus heißt nämlich einmal die Hand. Ja. Auf Hebräisch ist die Hand, das ist jetzt H, die Wahrnehmung wird zur Schöpfung einer existierenden Öffnung. Mhm. Interessant im Hebräischen ist ja das J. Ist es im Gott geschlossen oder intellektuell geöffnet? Wenn du das intellektuell unbewusst öffnest, dann wird es zu Unzucht. Alles, was du dir ausdenkst, an dir wurde Unzucht im Geiste betrieben, dass du das, was du aus dem Innersten in dein sichtbares Inneres hineinholst und dir dann zu einer Existenz außerhalb von dir erhebst, wo du nichts zu tun hast, dieses Denken ist Unzucht im Geiste. Wahnsinn, ja. Dann führt dich das zwangsläufig in die Befleckung. Du sagst es, ja. In die Ecken, die du dich um dich herum ausdenkst. Und die Unzucht passiert mit der Hand, mit einer intellektuellen Öffnung. Ja. Und genau das wird beschrieben, die Onanie kommt nämlich aus dem Biblischen, nämlich von der Gestalt Onan. Ja. Dieser führte nämlich einen Codius Interruptus durch. Und es wird jetzt so dargestellt, als wenn das eine Sünde ist. Immer dran denken, alles, was die normale Logik dir als negativ beschreibt, ist eigentlich positiv. Das heißt nämlich in der R, im Kopf des UB. Es passiert in dem roten Kopf. In dem. Okay, das heißt, der Samen wird nicht mehr in eine ausgedachte Welt hinein, sondern du befruchtest dich doch selbst, wenn alles falsch ist. Es ist eine Selbstbefruchtung, was ich jetzt mache. Mhm. Ja. Okay? Ja. Ich will nicht ein unerwünschtes Kind vermeiden, sondern das genaue Gegenteil. Drum ist diese Ipsation ist von selbst. Okay? Mhm. Jetzt ist gärsprachlich, nennt man das Wichsen. Ich sage immer wieder, als junger Bursch, so schön wie du dir das selber machst, kann dir das ausgedachte Frau gar nicht machen. Ja. Deiner Fantasie, wenn du. Das heißt nämlich, wenn du wie ich bist, fängst du an zu sehen, Bewusstsein zu sein. Ja. Wie ich, JCH, dann bist ein reines Sein, Bewusstsein sein. Mhm. Okay? Ja. Dann Männer, geistreich, rot gelesen, holen sich dann alles, was sie sich über sich drüber denken, was sie sich überlegen, holen es wieder runter in sich hinein. Ja. Das, genau. Wir können das ja auch anders auslegen. Aber jetzt machen wir mal den schönen Spaß, dass wir uns das im Original anschauen. Mhm. Und da wirst du jetzt feststellen, diese Übersetzungen, Fokalisation ist aufbauend auf der Septuaginta, das ist die 70, das ist die ausgedachte Welt der Augenblicke. Ohne Fokalisation, wir schauen mal mit den ganz normalen Grammatikregeln, sind hier ganz elementare Übersetzungsfehler drin. Das ist hingebogen aus einer theologisch einseitigen Sichtweise. Wenn ich das jetzt denke an das, was wir vor der Aufzeichnung, habe ich dir die Geschichte mit den Hegel erzählt. Junger Freund, holen Sie sich eine Tenach und ein Hebräisch-Wörterbuch und übersetzen das selbst. Genau. Ja. Und wenn du das gemacht hast, dann liest du meine Phänologie des Geistes nochmal, und dann wirst du viel Spaß dran haben. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und wir machen das ja, du brauchst halt ein Leben, reicht doch nicht dazu aus, pass auf, deutsche Übersetzung, auch die englische, sinngemäß, hängt alles in dem Kontext, und es geschah zur selbigen Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Manne nach bla 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 einkehrte mit dem Namen Hira. Pass auf, das ist das einmal hier, und es war, es ist schon mal verkehrt, Vergangenheitsform. Mhm. Es ist. Und er, H-I. Das ist jetzt hier, und es geschah zur selbigen Zeit. Das ist, ich kann jetzt ganz einfach sagen hier, verbundener Gott ist ein Quintessenzgott. Jo. Und es ist in der Zeit, B-Ed.
Da kann ich jetzt das doch mal blau lesen. Ich sage, blau reicht. Eine polare, und es ist eine polare augenblickliche Erscheinung. Diese polare augenblickliche Erscheinung ist das hebräische Wort für Zeit. Gut? Ja. Jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir jene, dasselbe, dieselben, dieser. Das ist hier übrigens, wenn du grammatisch reingehst, ist das richtig übersetzt. Das ist nämlich hier diese Unterform, was übrigens sehr interessant ist. Er, sie, schaut, da steht jetzt dieselben, dieser, dieses. Ja. Mit einem He vorher. Wenn wir das jetzt spiegeln, will ich dir bloß zeigen, was ganz interessant. Er sehnte sich, er verlangte, er begehrte. Also dieser begehrt jetzt nach irgendwas, er verlangt nach etwas. Ja. Es gibt noch ein zweites Wort für dies, dieser, dieses. Wenn man jetzt für das auf Holofilin kriegt man das sofort mit. Ich zeige dir, das ist nämlich das hebräische Wort Hosa. Das wird in der Regel immer als dieser, dieses, diese übersetzt. Ja. In jedem Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, Hebräisch-Englisch-Wörterbuch heißt dasselbe Wort Fantasieren und Wachträumen, auch Darktraum, Wachraum. Genau, ja. Okay. Schlagen, ja, auch schön, ja. In der ganzen Tora kommt das Wort über 700 Mal vor, wenn du das im Tanach nachschaust. Es wird nicht ein allereinziges Mal als Fantasieren und Wachträumen übersetzt. Drum nimm ein Wörterbuch und schau selber nach. Ja. Das ist jetzt die zweite Form für Wachraum. Das heißt, in der Zeit ist dieser, und jetzt kommt dieses Wort hier hinabgestiegen, hinabzog. Ja. Das ist IRD. Das ist das hebräische Wort, einzeln übersetzt hast du das Jordan. Das heißt, wenn du den Jordan gibst, kommst du in eine Welt, wo Milch und Honig fließen. Und das hebräische Wort für Milch heißt eigentlich weltlich. Ja. Okay? Okay. Jetzt ist es interessant, IAD, auf Deutsch gelesen, heißt es Ort. IAD. Und Gestaltwendung auf Hebräisch heißt Isch. Das heißt, wenn du Ort Isch wirst, bist du hinabgezogen in deine Traumwelt. Du bist ja in die Welt gezogen, die du Erde nennst, und das hast du erwecktes Wissen, in die Welt deines erweckten Wissens. Aber was weißt du eigentlich schon? Ein Nichts von einem Nichts von einem Nichts. Wenn du das nicht glaubst, setz dich ans Internet und schau dir mal Internetseiten an. Die Milliarden Internetseiten holst du aus dir raus. Ja. Okay? Stimmt, ja. Jetzt wollen wir hier weitergehen. Mir reicht eigentlich das schon. Schau, da kommt jetzt zum Beispiel eine aufgespannte intellektuelle Spiegelung. Das ist schon interessant, wenn du nur laut die 22 eine aufgespannte intellektuelle Spiegelung. Ja. Und er neigte, er beugte sich. Er äste, er eckte sich aus und spannte sich aus. Wie war das nochmal? Ich nehme eine Ecke und ich äste, er ecke die Strecke und mache daraus einen SD-Ecken. Dann nehme ich aus dem SD-Ecken, raumzeitliche Erscheinung ist eine Ecke, aus den SD-Ecken, diese raumzeitliche Erscheinung in dem Spiegeltetraeder, lege ich eine Seite dran und nehme die Seite in der Mitte und mache eine Ecke und dann wird es gebogen, das Stecken. Das steckt da drin, eine aufgespannte intellektuelle Spiegelung. Er beugte, er neigte sich, er streckte, er spannte sich aus. Ja, das ist der absolute Hammer. Bist du dabei? Du bist der Erste, ja, du bist der Erste, der sowas sagt, den ich kenne. Jetzt kriegst du eine augenblickliche Öffnung. Bis heißt es, Bi in mir ist Raumzeit. Natürlich auch Bewusstsein rot gelesen. Ja. Und das ist innerhalb. Innerhalb ist eine Polarität, wenn du das ausspannst. Das wiederholt sich ständig. Darum hast du das Zeuge bis Ewigkeit, diese drei Hauptbegriffe. Du bist jetzt der Zeuge bis Ewigkeit. Das ist nämlich rot geschrieben, ist das nämlich die Quelle ist geschlossen oder der Augenblick wird geöffnet. Genau. Ja. Und jetzt kommt der Mann. Aish. Das heißt, ich werde zu Form. Ei, ist ja dieses berühmte intellektuelle Logik, es gibt, es ist vorhanden, es kommt hervor, es existiert. Wenn wir jetzt das als Existieren machen, ich werde zu einer Existenz, aber die Existenz von mir ist meine Traumwelt, nicht dieser Körper in der Traumwelt, das ist ja nur eine Facette von meinen ganzen Existenzen, die ich aus mir herausschmeiß. Ja. Ei, du kannst ich immer denk an örtisch, ich werde örtisch. Okay? Jetzt haben wir hier dieses aufgespannte intellektuelle, haben wir hier das Aufspannen drin. Aufgespannte intellektuelle Spiegelungen sind augenblickliche Öffnungen. Wenn wir es blau machen, und das ist jetzt das hebräische Wort, sagst du mal für Mann, aber das kann ich auch lesen, ich werde zu Form. Das, was zu Form wird, ist der Geist, das Männliche in jeder Seger.
Jetzt machen wir da, ich will jetzt, das ist nur, ich spreche nur Sachen an, sowas musste ich, wenn du Grundlagen hast, musste ich das weghauen. Ja, na das klar. So sprachlos, es man gibt ist so sprachlos, Wissen, man weiß sprachlos machen können. Was soll ich dazu sagen? Ich kann es nur annehmen und sagen, ja. Jetzt kommt ein elementarer Fehler. Mich interessiert eine Sache. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Gerd. Okay. Und dann kommt, und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Onan. Da ja. wollten wir hin. Und genau. Da ist jetzt schon der erste Fehler, dieses und sie. Ist ja logisch, dass die Frau schwanger wird. Jetzt kann man natürlich die Namen hier noch, den Schur noch anschauen. Der Name des Mannes ist Schur im zweiten Vers. Mhm. Gehen wir mal da ganz kurz rein. Und er sah, sind wir? Da haben wir den Schur. Das ist ein Hilferuf, ein Vernehmen, das bist du. Du schreist um Hilfe. Ja. Du lebst in der Welt aufgespannter, logisch aufgespannter Augenblicke. Und jeder, der in einer Welt logisch aufgespannter Augenblicke lebt, nämlich dort, das ist der Name ist Schur, schau, Schem gelesen, Schem. Aber da steht aufgespannte Logik, was zur Gestaltwerdung, aufgespannte Gestaltwerdung, Scham, dort. Dort ist ein Hilferuf. Das heißt ja auch dort. Mhm. Mhm. Ja. Und sein Dort ist ein einziger Hilferuf. Das ist logisch aufgespannte Augenblicke und du schreist um Hilfe. Ja, ist es so. Ja. Okay? Ja. Da hast du übrigens das Ani mit drin, der Kanaida. Interessant, da steht Ani mit 70 geschrieben. Ja. Das sind ja hier, wo ich sage, wenn du über den Jordan gehst, musst du ja gewisse Völker töten. Schau, wenn wir das jetzt kennenlesen, ist ja Ken, ist ja das Fundament F unter, die Welle überlegen, Mentor und Lügen verbreiten. Ja. In dem Moment, wo du das machst, wirst du zu einem Ani, das ist ja das blaue Ich, mit Aleph geschrieben, aber mit 70 geschrieben heißt, du wirst in die Armut kommen, in das Elend, in das Leiden. Du wirst unglücklich sein, schwach und geplagt sein. Das sind die Kanaider. Das Fundament, Ken, das hebräische Wort Ken alleine heißt Fundament. Mhm. Die Beschaffenheit, logische Affen, okay, das Gestell, das Rechte, die Haltung, du wirst jetzt merken hier, da landest du dann irgendwann einmal bei der Grundlage, bei dem Fundament, das ist deine Beschaffenheit, ist Ani, das sind die Kanaider in der Bibel, ja. Die leiden, die elendig und schwach sind. Darum sage ich, wenn du da über den Jordan gehst, zerstörst du erst einmal den Kanaider in dir, du bist zurzeit noch ein Kanaider. Ja. Die ja. Evas und die Mattens der Welt, das sind Kanaider. Ich schreibe noch dazu, auch wenn ich jetzt wieder raumzeitlich denke, ich kann nicht anders, wenn ich diese Videos sehe, dass da Kinder vergewaltigt werden und geopfert werden. Ja. Was sieht ihr eigentlich jetzt? Ich kann nicht anders. Ich sage jetzt wieder, wer bestimmt es, dass du nicht anders kannst? Ja. Der zweite, dein blaues Ich, weil du den nicht zum Teufel haust. Richtig, genau, das ist der Schuldung. Alle Gewalt am Leben erhalten. Ja. Okay. Jetzt kommen wir mal ganz und sie war schwanger. Du merkst jedes Wort und immer dran denken, wir müssten, wenn ich genauer wäre, müssten wir jetzt mindestens eine Stunde über ein Wort reden in der Verbindung, wie sich das aufbaut. Ja. Es ist extrem komplex. Ich höre es mir gerne an. Einfach verkehrt übersetzt. Schau, da steht und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und er gab den Namen Ger und dann nochmal. Schau, da steht jetzt, wenn wir das anschauen. Und das ist übrigens dieses bis zu extern, habe ich so oft gesagt, das wird von Juden übersetzt, weil man ihnen das beigebracht hat. Diese Grund ist von der Itzhak Luria Akademie, das ist ein jüdische Gemeinschaft über kabbalistische Lehren. Aber auch die leiden noch an der Schulerziehung ihrer Lehrer. Ja. Zeig die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass die dich in die Irre führen. Richtig. Du musst alles Wissen aus dir selber herausholen. Ja. Ich mache jetzt wieder das Udo-Beispiel. Ich war extrem belesen, wie ich meine Entwicklungen gemacht habe. Ich wollte die perfekte Wiedergabe, die absolut natürliche High-Fidelity-Wiedergabe haben. Keine Boxen bauen, die schön klingen, die gut klingen. Auch keine Boxen, die echt klingen. Ich habe 20 Jahre versucht, Lautsprecher zu bauen, die überhaupt nicht klingen, weil wenn ich ein Klavierkonzert höre, dann will ich ein Klavier hören und kein Lautsprecher, der echt ist. Ja, okay. Wahnsinn. Und ja, erstmal auf die Idee überhaupt zu kommen. Das Wissen, bis ich festgestellt habe, dass in den Physikbüchern so elementare Druckschlüsse und Fehler drin sind. Und das habe ich dann, habe ich so oft erzählt, das ist mir eingefallen. Ich habe keine Stimmen gehört. Ich habe gesagt, was kann ich besser machen? Und dann kommen mir Sachen,
wo ich das im Vergleich zu meinem programmierten, angelesenen Wissen gesagt habe, das ist total verkehrt. Und irgendwann habe ich es dann trotzdem ausprobiert, was im tiefsten Innern in mir gegoren hat. Und es hat funktioniert. Wahnsinn, ne? Und jetzt pass auf, sie wurde schwanger. War krass. So wird es übersetzt. Jeder Jude übersetzt es so. Der sollte mal gerade mal, jetzt pass auf, der ist ja hier unten, wird jetzt hier imperfekt narrativ. Mhm. Plural feminin singular. Persönlich feminin. Sie wurde schwanger. Das heißt, sie wurde schwanger. Ja. Das steht aber nicht dort, da steht das hier da. Pass auf. Und du wirst etwas montieren. Mhm. Ja. Mond heißt geurteilte Tiere. Du wirst zu geurteilen Tieren. Aber wir können das noch anders sehen. Pass auf, sagst du mal, diese Radix-Waff-Daff ist imperfekt. Das wirst du kannst, du sollst. Mhm. Sondern wahrgenommen, das ist ja das hebräische Wort für Berg. Wenn ich das wieder deutsch mache, sagt es immer weckt den Geist. Und du wirst zu etwas in deinem erweckten Geist, das ist nämlich der Berg. Den Wellenberg, den du aufschmeißt, der fordert aber automatisch das Tal. Ja. Bist du dabei? Bin ich dabei. Das ist übrigens das Wort selber, wenn wir das uns jetzt einzeln anschauen. Ja. Okay, das gibt es ja nicht im Hebräischen. Darum sag ich, du musst es als Vorsilbe lesen. Wenn wir das lesen, dieses Schwangerwerden, das ist die hebräische Radix dafür. Das heißt Schwangerwerden. Ja. HR heißt Berg und weiblich hin, das heißt sein Berg. Und jetzt denk an die Bauch, wenn dein Bauch im Hebräischen, muss ich ganz kurz machen, pass auf. Bauch im Hebräischen, komm ja zum Beispiel, jetzt hast du mal diesen Gewaff, der Geist, der verbunden ist. Das ist jetzt hier der Bauch, das sind die Eingeweide, ich schreibe das einmal mit und hatten die, als Solo-Feeling, als Gotteskind, als Geistesfunk bist du ein Eingeweider, wenn du das lernst. Das ist auch das Überbegriff für das Innere. Das Innere deines Körpers. Ja. Okay? Das ist Geist, ist ein Verbundung, ist vereinigt. Ein unbewusster Geist, der spannt jetzt vor sich was auf. Das heißt, das Innere fängt sich an, herauszuwölben. HR ist der Berg. Die Berg ist immer Gag End. Ja. Gedacht. Geb, haben wir wieder. Diese Radix, ich kann es nicht lassen, ich muss das nochmal zeigen, dass die GB ist, das erste Mal die Augenbraue, das Äußere ist eine Aue, eine Fläche in den Becken. Die Becken. BR heißt, das Äußere ist eine Aue, das ist übrigens das hebräische Wort für Kord, das haben wir gerade bei dem Kord gehabt. Da kommst du dann zu dem Lamm. Und so Kord, das ist das erste Mal eine Aue. Mhm. Diese Weide ist eigentlich ein geistiges Rund. Ja. Das heißt auch, das heißt, der Lichtschöpfer wird zu zwei Gestalten, MM. Das ist der Moment, der in dir aufbricht. Absolut krass, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Ja, das ist halt das Erschreckende, da du so die Wahrheit, also immer die Wahrheit sprichst, aber das so reinknallt, das ist. Und jetzt ist es so, dass also hier, wenn man hier nochmal das HR ist der Berg. Und wenn wir hier hin dranhängen, heißt es jetzt erst einmal ihr Berg, der Berg der Frau. Was passiert, wenn der Bauch des Innere einer ausgedachten Frau sich nach außen wölbt, dann ist sie schwanger. Richtig. Merkst du, was da Symbolbilder dahinter sind? Ja, absolut. Jetzt ist es aber, und du, jetzt machen wir das ganz rot, wir sind im dritten Vers, wir müssen das rot lesen. Ja. Drei, die Reihe, vier Spiegel, und du wirst zur Quintessenzkopf. Du wirst zum Quintessenzkopf. Du gehst jetzt schwanger mit Holofeeling. Ja. Und dann müssen wir das spiegeln, dann wölbt sich das von außen Gewölbte wieder nach innen. Ja. Wahnsinnig. Das ist. War die Mama brav, ist der Bauch konkav. Ja. Ist die Mama eine Hex? HX heraus, die Wahrnehmung, die herausdreht. Ist der Bauch konvex? Ja. Jetzt und als nächstes Gebar. Der Geist, der von mir schwanger wird, wird zu einem Geber. Mhm. Ja. Das heißt, du wirst etwas gebären. Ja, genau das. Die Radix von Illet, von dem Gotteskind.
Das heißt, etwas gebären, der etwas gebärt, ist ein Geber, eine männliche Potenz. Da ist nichts Weibliches, da ist keine Sie. Nee. Okay? Und das, ja, was du gebärst, ist der Ben. Du als Gottessohn, als Geistesfunk. Ja. Absolut. Das heißt, ne? Ja, merkst du, dass da eigentlich das drinsteht, was ich dir erzähle? Ja. Das, was du bisher draus gemacht hast, ist, dass du mal das hier, das schon sehr einseitig ist, und aus dem machst du dann, aus dem Worten machst du wieder Vorstellungen. Ja. Wenn ich jetzt rein theoretisch die so mal anfange, ein bisschen so zu übersetzen, dann kann ich das ja auch ruhig mit dem Tenach-Programm machen. Selbstverständlich. Dann wirst du zu einem kleinen Redo, der hier ja, wie gesagt, zigtausende ja, von Beinträgen, der das ja über Jahre intensivst gelebt hat. Das ist auch, ein Schreibstift vom Udo. Ja, ja. Das ist eine unendliche Dankbarkeit, den Redo, den du dir jetzt ausdenkst, ist eine unendliche Dankbarkeit dem gegenüber, was der für dich oder euch Geistesfunk gemacht hat, wenn man auf dieser Ebene sich dafür interessiert. Du musst erst einmal wissen, was du bist. Und du hast jetzt dein Leben zu leben, weil dann würdest du sofort hinschmeißen und nur das machen. Würde ich dir nie vorschreiben, kannst du prinzipiell machen. Wenn du hast und auf Gott vertraust, kannst du sofort machen. Ich soll immer sehr vorsichtig sein, ob dich nicht ein bisschen ein Teufelchen treibt, weil es dir nicht schnell genug geht. Aber lass uns das weitermachen. Also nochmal. Und du wirst zum Quintessenzkopf und du machst jetzt du gebärst dich selber, ein Licht, das geschlossen ist, das ist jetzt das so in Rot geschrieben. Du kannst jetzt natürlich dann eine Lichtöffnung machen, dann wirst du zu einer polaren Existenz. Ja. Das nächste Wort, wo wir jetzt hier haben, okay, das ist es, und er rief. Das, das Raufen ist nicht ganz, da gibt es nämlich dieses spezielle Wort, wo ich ist. Das ist, heißt rufen, einladen, heißt eigentlich genau genommen herbeirufen, zusammenrufen, einladen. Und rufen gibt es verschiedene Wörter im Hebräischen. Das heißt, ich lade dich wieder ein, und er rief. Du bist sein Name. Du bist dort, sein dort, die Ort, der geschlossene Ort. Der jetzt oder geöffnete Ort, der jetzt erweckt wird. Ja. Dieser Ger, siehst du, wir haben wieder das G, wo ich oft darauf hingewiesen habe. Dieser biblische Name Ger ist eigentlich eine 70, das heißt, und er rief: Dort bist du erwacht, dort wirst du erweckt. Merkst du, da wird schon wieder der Spiegeltunnel beschrieben. Ja. Aber jetzt, und du, nicht und sie, wurde wiederum schwanger. Und abermals schwanger. Und gebar, der Geber einen Sohn, und das ist der Onan. Das heißt jetzt, wir haben wieder, und du, BRG, im erweckten Geist, du bist die Quintessenz Kopf. Nochmals, dieses Wort, wenn du das Wort rausschmeißt, das Zeuge bis Ewigkeit. Ed, haben wir gerade schon gehabt. Wiederum, weiteres, der Zuwachs. Schau mal, ich mache jetzt die zwei einmal dazu. Gerne. Ich hoffe, dass wir jetzt das Bild nicht rausschmeißen. Ich mache einmal ganz kurz hier ein bisschen das Fenster auf. Einen Augenblick. Dass mal hier ein bisschen Licht reinkommt. So. Noch wer da? Upsala. Ja, aber jetzt hoffe ich hier. Warte mal einen kleinen Moment. Ich bin einmal kurz im Bad. Ich bin da, Udo. Du hast einmal frei. Jana ist aber nicht da. Die machen wir gleich dazu, kein Problem. Du quetscht mir gerade in okay. Wir haben eine lange Aufzeichnung jetzt, das Selbstgespräch. Ich bin in Denach, ich erkläre gerade in Denach. Hi, Reto. Hi. Ich bin Moritz. Ich bin Moritz. Genau. Ja. Du hast mit der Diana geskypt, oder? Genau, das ist der Moritz von der Diana.
Genau. Sagt man da schnell auf die Diana. Okay. Es ist schon sehr interessant, was sich so erbröselt, der vom Computer sitzt, ist dir jetzt bewusst, was jetzt die ganze Zeit abläuft, wenn du der bist, der bewusst beobachtet. Und dann schau deine Interpretationen an, die passieren. Ja. Hi, Kleines. Hallo. Na, das ist ein nettes Gespräch. Schau, schau. Dass wir da gleich weitermachen. Ich hoffe, dass jetzt das hier, weil das Skype abgedatet hat, dass das funktioniert. Ich tue mal den Bildschirm nochmal übertragen. Wir gehen da nämlich, wir machen da gleich weiter. Wo war mein Stäblin bei dem Zeugen bis Ewigkeit? Ja. Okay? Mhm. Das, ich bin beim Onan, das, ihr seid eh dabei. Und sie wurde abermals schwanger, also das ist komplett verkehrt übersetzt, habe ich gerade erklärt. Das hast nicht und sie wurde, sondern du wirst zu Quintessenzkopf. Mhm. Dann nochmal als nächstes. Und gebar, du gebärst, du wirst zu einem Geber. Ja. Du wirst zu einem Gebärer eines Gotteskindes, das du selbst bist. Und es wird jetzt hier und du wirst etwas einladen. Immer dran denken hier, das ist zusammenrufen, herbeirufen, dort den Onan. Wir sind bei den Onanisten. Du wirst es wieder zusammenrufen. Du tust den Samen nicht nach außen verstreuen, sondern du holst den in dich rein. Ja. Jetzt ist natürlich dieses Onan, die Radix von dem Wort Onan. Das heißt, die Kraft, die Zeugungskraft, die Stärke, du holst die Stärke, die du verstreut hast, die Menschen um dich herum, weil die ja alle so gescheit sind, die sind alle so mächtig, die sind so doll, das ist Lüge, das ist Trug. Das heißt, schau, diese Kraft, diese Zeugungskraft, die du dir ausdenkst, die Schöpfung von aufgespannten Existenzen blau gelesen. Darum sage ich rot-blau, wenn du rot-blau lesen kannst, brauchst du das untere gar nicht wissen, was das auf Hebräisch heißt. Das stimmt dann sowieso immer, wenn du es nachschaust, wenn du das Prinzip verstanden hast. Die Schöpfung von aufgespannten Existenzen sind zum einen, ist es eine Zeugungskraft, eine Kraft aus einer Nicht-Ichkeit heraus. Okay, das ist aber auch Täuschung. Unrecht, Götzen, Frevel, Trug, aber auch Reichtum, immer rot-blau. Du kannst alles rot-blau machen. Ja, absolut krass. Und das ist jetzt die Selbstbefriedigung. Und jetzt können wir ganz einfach darauf ein, was ist eigentlich Selbstbefriedigung? Dein Selbst, wann befriedige ich mein rotes Selbst oder wann befriedige ich nur das blaue Selbst? Ja. Mit Wissen würde ich mal sagen, ne, befriedige ich mich. Das ist jetzt die Rote, mit Weisheit. Oder körperlich. Mit Wissen befriedigst du nur das blaue Selbst, weil das blaue Selbst nur etwas wissen will, was ihm logisch erscheint. Ja, ja. Ich sage immer wieder, jeder normale Mensch ist extrem neugierig, aber nur fokussiert auf Sachen, die ihm logisch erscheinen, alles andere bekämpft er. Das rote Selbst befriedigst du, wenn du ein geistiger Allesfresser wirst, wenn du vor allem erst einmal neugierig bist auf all das, was du noch nicht kennst, was dir unlogisch erscheint. Das befriedigt das rote Selbst, weil das blaue Selbst, was dein blaues Selbst weiß und nicht weiß, das kennst du ja schon. Das, was du nicht kennst und was du abwehrst, was du bekämpfst, das musst du kennenlernen, dir zu eigen machen, um vollkommen zu werden. Ja, leichter gesagt als getan häufig, wa? Und darum war jetzt gerade das Thema, weil wir jetzt einen riesen Sprung gemacht haben, dass die geistige Onanie ist Selbstbefriedigung und dann verstreust du deinen Samen nicht nach außen. Ich, UB, verstreue meinen geistigen Samen nicht an irgendwelche ausgedachte Trockennasenaffen. Ich mache doch keine Unzucht mit dir, sondern ich verstreue sie an meine inneren, in mir seienden Geistesfunk, an die Facetten von mir selber. Und dann heißt es ja schon, er ließ seinen Samen auf den Boden fallen und verderben. Aber Bo heißt, in ihm sind diese geöffneten Existenzen in die Urteile. Und verderben, nur negativ gelesen, kannst auch positiv lesen. Na klar, ja. Das ist nämlich wieder unser VDR. Ja, verbundene geöffnete Berechnungen oder verstreute geöffnete Berechnungen? Das ist die große Frage. Sein oder nicht sein? Ja. Ich könnte jetzt sagen, ewig sein, S-A-I-N,
Bewusstsein, das nicht existiert sein oder nicht sein in Bezug auf das rote Sein, heißt existieren. Ja. Bist du Geist oder bist du ein Dir? Bist du ein bewusster Denker oder ein Gedanke von dir? Ja. Wenn du mal so, ne? Beginn die Hölle. Ja. Das ist einfaches Deutsch. Jetzt gerade sind wir wenn komplexer geworden. Und darum sage ich, jeder, der an dem Udo rumnöldelt, der weiß nicht, was er tut. Mir fällt immer meine Helene an. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du sprichst. Mhm. Und zu meinen, der ist größenwahnsinnig oder manipuliert, der Einzige, der dich manipuliert, das ist dein Ego. Du manipulierst dich mit deinem geistlos nachgeäfften Wissen von anderen Affen bei eigener Definition selbst. Ja. Stimmt. Ich erinnere an die kleine Geschichte in Wien. Nochmal, ich könnte jetzt sagen, du gehst, wenn du in der Uni bist, zu deinem Professor und dann sagst du zu ihm, ich konnte heute Nacht die ganze Nacht nicht schlafen. Mir ist heute Abend bewusst geworden, dass sie bloß ein dummer Affe sind. Und dann schaust du, wie er reagiert. Ja. Als Professor. Du kennst die Story. Mit den Händen winken und sagen, Moment, nicht, dass sie mich falsch verstehen. Es ist nicht meine Meinung. Mir ist bewusst geworden, dass sie das glauben. Hat, ne? Kannst einen Test machen. Glaubt es, alle Menschen, all die ganzen Schwätzer, die mir uns jetzt ausdenken, die nicht anders sein können. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich versuche Geistesfunken, die in einen Tiefschlaf versunken sind, wach zu machen. Und die meinen ständig, ich will ihnen was Böses. Ich reiche ihnen eine göttliche Hand und die beißen dann auch. Und was ich dann immer wieder sage, die, die das machen, die kommen von mir ins Tierheim. Das nenne ich Traumwelt. Ja, das ist es dann. Also du siehst dann die ganzen Verschwörungstheorien Sachen, das soll für dich nicht mehr interessant sein. Die Meinungen anderer, angelesenes Wissen, mach dir doch nur bewusst, was jetzt da ist. Ja. Schau, wir können ja geistreich reden. Jetzt, das Vorhergehende, das war geistreich. Ja. Und das, wenn dann mitläuft, das war übrigens hier nochmal das zu unterstreichen, ihr seht es selber, ich will nicht darauf eingehen, das letzte Debberwein-Video, das ist, wenn du da reinhörst, ist Wort für Wort Udo Worte. Ja. Aber wer denkt sich den aus? Und warum taucht er jetzt in dir auf? Weil ich immer sage, sobald du was verinnerlicht hast, dass sich das installiert in dir, diese einfachen Worte, spiegeln sich irgendwelche Figuren aus dir heraus, Facetten aus dir heraus, wo dann Spiegelbilder sind von dem Wissen, das bei dir installiert ist. Das hat mit einem ausgedachten Debberwein überhaupt nichts zu tun. Weil die uralten Videos von denen, die hier die Ältesten, wenn du mal dort zurückwälzt, da war er reiner Esoteriker und hat Geld verdienen wollen ohne Ende. Kein Vorwurf, auch eine Geschichte, ein Protagonist. Ich lasse mal ganz kurz noch mal was anlaufen, was auch sehr interessant ist. War auch eins der letzten Videos. Springe ich ganz kurz hin. Ja, starten wir mal beim Ich ein, bei der 18, nur ein paar Zahlen zuhören. Das ist Ebbe und Flut, Schwerkraft der Gezeiten, ökologisches Gleichgewicht. Schwerkraft der Gezeiten. Ebbe und Flut, das ist Ebbe und Flut. Das ist Wellenberg und Wellendal. Schwerkraft haben wir gerade gehabt in der Bibel. Das Schwangerwerden, das Herauswölben. Sie sind ein alter Mann, der noch in Begriffen wie Nationen und Völker denkt. Du bist ein alternierender Mann, ein alter Mann, der noch in Nationen, Nazio heißt, nur in Geburten denkt. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritte Welt, es gibt keinen Westen. Es gibt nur ein einziges, großes, holistisches System der Systeme. Das ist Holofeeling. Holofeeling, ja. Punkt. Genau. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Alles andere. Da wollen wir hin. Alles andere, was jetzt du interpretierst aus den Worten, was jetzt hier dieser Ken, Fundament, FM, Facetten die Gestalt annehmen, was er jetzt bringt, das ist dein Problem. Du denkst, es ist eine Erscheinung in deinem Traum, die aus dir auftaucht. Und jetzt, was machst du aus den Worten wieder? Wie einseitig reagierst du und gehst du auf Resonanz? Ja, ist das so. Die Meinungen von anderen
Dein ganzer Glaube ist eine Änderung, ist eine Meinung von anderen. Sogar mal nach deinem eigenen. Du bist ich. Ja. Das, was wir gerade gemacht haben, Moritz, das ist deine Meinung, von der weißt du überhaupt noch nichts, weil du meine Meinung hast. Richtig. Wenn du ich bist. Das heißt, ich erkläre dir jetzt, was deine ursprünglichste Meinung ist. Nicht dem Trockennasenaffen, der jetzt vor dem Computer sitzt, sondern dem Geist, der sich alles ausdenkt, auch sich selbst aus sich herausdenkt, ohne dass es dich selbst absolut gesehen verlassen kann. Kann was da außen sein, ohne dass es außen ist? Jetzt denk einfach an einen Kopf eines träumenden Geistes. Egal, wo der sich was hindenkt, es spitzt sich ja nur in diesen roten Kopf ab. Ja. Da muss ich aber wissen, was ein roter Kopf ist. Da muss ich wissen, dass Rot Adam heißt. Und Adam, männlich und weiblich, Denker und Ausgedachtes gleichzeitig ist. Genau genommen ist er keins von beiden, sondern der, der sich als Adam denkt, der einen Adam erschafft. Mhm. Das ist aber El Hayom, UB 86. Ja. Der erschafft sich als erster mal einen Adam, aber dieser Adam ist ja selbst, weil er ja Holofeeling alles ist. Mhm. Also machen wir uns zuerst einmal bewusst zu einem Adam. Der Sprung von dem Trockennasenaffen ist zuerst einmal schrittweise unsere blauen Ichs von rechts nach links gelesen. Diese intellektuelle Kollektion eines Körpers, den du ich nennst, machst du zuerst einmal zu einem Menschen, wo ich immer wieder sage, die wissen ja nicht einmal, was der Unterschied ist zwischen einem Menschen. Ja, wenn du das zwischen einem Menschen und einer Person, wenn du das ansprichst, ist das jedem klar. Es ist eben nicht klar in dem Alltagsbewusstsein. Nee, da ja. ist ein Mensch einfach nur ein sterblicher Körper. Genau. Dann versuchen sie, was am Leben zu erhalten. Ja. Es ist Spaß, ich rede für dich ramzeiligen Schnickschnack. Gestern war ich bei der Beerdigung bei meiner Mutti. Ja. Dann hat der Pfarrer Rede gehalten. Es ist so irre, das ist schon losgegangen. Musik, also ganz kurz, ganz schlecht, ganz schlecht. Und in mir ist dann alles, was der gesprochen hat, er bringt dann hier, der Pfarrer bringt dann genau, Stille stehen wird die Zeit. Ich war so demütig und der erste, und es steht geschrieben, und der erste Himmel und die erste Erde werden vergehen und das Meer wird nicht mehr sein, doppelt gemobbelt. Und er bringt dann genau das und in mir ist dann der Originaltext mitgelaufen und ich stehe so da mit einem friedvollen Schmunzeln, heimgeholt, in Frieden, die Matrix verlassen, wieder integriert, durchschaut. Krass. Ja. Ja, aber selbst einfach da lernt mal man den noch Mund was, halten, ja? Da kommt das Klappe zu, Affe tot. Einfach mal den Mund halten. Ja. Und die Moral und das Typische in dem Ganzen, in dieser Trauerrede, das absolut Typische, nur von Leid und Schmerz und die Hangehörigen müssen so viel Schmerz erleiden und hin. Und ich habe das dann einfach so, zuerst, wie war jetzt das Thema, gehe ich überhaupt hin, so, ich gebe des Kaisers, was des Kaisers ist. War ich in kleinen Rahmen ohne große Theater und dieses Leid, wo dieser Glaube über Menschen bringt, jeder dieser Glauben, ob jetzt das katholische Glaube ist, ob das Zeugen Jehovas sind, ob das irgendwelche Moslems sind, dieses unendliche Leid, was Religion macht, diese schönen 17 Seiten. Ich wollte ja nur laut sagen, glaube nicht denen, die sich lange schwarze Weiher dogstand, die sich lange schwarze Gewänder anziehen, die vor jedermann freundlich gegrüßt werden in der Stadt, die in der Kirche ganz vorne stehen und den Witwen die Häuser vom Kopf fressen. Wie meine Mutti dazu gestanden ist, das war ja immer früher noch, wie ich ein Kind war, ist ja in der kleinen Gemeinde Oberhochstadt, wo Niederhofen dazugehört, ist ja der Pfarrer immer, wenn Geburtstag, der hat regelmäßig die Geburtsklatte durchgeschaut, wer Geburtstag hat von seinen Schäfchen und dann ist er aufmarschiert zum Geburtstag und dann hat er immer 100 Mark gekriegt, wenn er zum Geburtstag da war. Und jetzt ist ja die ins Altersheim gekommen vor 5 Jahren. Und das ist ja in Weißenburg, das ist ja mittlerweile eingemeindet und tatsächlich selbst im Altersheim kommt dieser Oberhochstadter Pfarrer und besucht sie an ihrem Geburtstag und dann hat sie nichts mehr gegeben. Das war das erste Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass er nichts mehr gekriegt hat und das Jahr drauf ist er nicht mehr gekommen und das Jahr drauf ist er nicht mehr gekommen. Ja. Das ist Kirche. Aber das ist doch gut, so gehst du sie los, wenn du nichts mehr gibst. Ja, das ist Kirche, es ist schon das Zinsrecht. Ich sage, die biegen sich, was wir gerade gemacht haben, Moritz, wo ich gesagt habe, es ist wirklich rein nach hebräischer Grammatik absolut verkehrt übersetzt.
Du lernst jetzt natürlich, dass man das so machen darf. Ich sage komischerweise, dieses Art so zu machen, führt dich aber in Sackgassen. Ich sage, nimm dir die Freiheit, du kannst auch was anders denken. Wer zwingt dich dazu? Doch immer bloß der Zweite, immer nur dieses Programm. Ja. Ich sage, solange du logisch bist, stehst du auf Gleisen. Ja, komisch, aber... Ein Gleis beginnt mit Gall, das ist eine Welle. Ja. Zwischen den Gleisen sind Schinnwellen, sind logische Wellen. Mhm. Das heißt, du hast ein Rechts und ein Links. Das ist einmal die Welle, die zerst einmal hier, ich könnte jetzt auch sagen, das wäre jetzt das Gleis rechts und links. Und dazwischen drin, dieses Longitudinale sind die Schinnwellen, deine logischen Wellen. Jetzt denk wieder an das, was ich sage, wenn du spazieren gehst. Mhm. Transversales Licht ist was, breitet sich quer zur longitudinalen Ausbreitungsrichtung aus. Mhm. Und du würdest jetzt hier ein Loch in den Boden von dem Zug schneiden. Und das, was du siehst, wenn du nach vorne schaust, was du ja nicht kannst, du kannst ja bloß nach rechts und nach links schauen. Das sind jetzt übrigens unsere vier Seiten. Mhm. Du hast rechts ständig wechselnde Bilder und links hast du ganz andere ständig wechselnde Bilder, nämlich das genaue Gegenüber. Ja. Die eigentlichen Schwellen zwischen den Gleisen, wir machen auf dem Boden des Zugs ein Fenster und jede Schienenschwelle ist sofort da drauf. Wie Filmbilder. Und du schaust nach unten und wenn du jetzt direkt nach unten schaust, in die Tiefe des Meeres, hast du den Eindruck, du fährst nach vorne, obwohl du dich nach unten bewegst, wieder zurück in den Mittelpunkt. Grobe ja. Metapher, aber es ist immer dasselbe Prinzip im Hintergrund. Wahnsinn, ja. Ja. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Und das Problem von unserem Moritz, wo man gerade erzählt hat, dass er ja Zahnmedizin hat studiert, und ich sage, ist ja schon transzendental, da ist ja das Dental schon mit drin. Ja. Und das jetzt hin und her gerissen ist. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt von unseren Jahren, wo ich sage, am liebsten in seinem Alter will man 20 Bücher lesen. Ja. Und ich sage, jetzt lass doch mal seine Rolle spielen. Ich würde als Udo nicht so einen Song studieren, nur Holofeeling. Ich sage das zwar immer, aber er hat ja so unendlich viel Zeit. Und er soll jetzt lass doch mal seine Rolle spielen. Ja. Ja, so ist es richtig. Und er hätte auch die Möglichkeit, es sofort abzubrechen. Aber die Größe schon hat, kann er ganz gewaltig auf die Schnauze fallen. Ja. Wenn man sich überschätzt geistig. Ich weiß ja schon alles. Genau. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist die Weisheit. Ja. Ja. Aber trotzdem, dass ich alles weiß. Weil nichts und alles, das bin ich ja. Ich bin ja beides. Das Rote, nichts und das Rote alles. Und dann wirst du merken, dass das nur in kleinen Häppchen in dir auftaucht. Und jeden neuen Wissenselement musst du das alte wieder dafür opfern. Und da steckt jetzt diese Geschichte drin. Lernen Kategorie 3 passiert erst, wenn du aus einem tiefsten inneren Neugier lernst. Ja. Dann hast du auch, wenn du dann dein Heureka hast, wenn du es verstanden hast, was du lernst, wenn das abgespeichert ist, was ja schon immer abgespeichert war. Du musst jede abgespeicherte Datei einmal zum Leben erwecken, in vielen Einzelphasen, jetzt sage ich wieder, kannst du lesen und schreiben. Das war ja schon da, bevor du das konntest. Ja. Dann musst du das in vielen Facetten am Leben erwecken und dann ist die Datei freigeschaltet. Es ist wie in einem Videospielergebiet, wo du dich hinarbeiten musst, indem du gewisse Quests, Aufgaben löst und erst auf den bestandenen Prüfungen, das sind wie Schulklassen, wird das nächste Gebiet freigeschaltet mit den nächsten Aufgaben. Weil auch das Wissen aufeinander aufbaut. Mhm. Schon, da kann ich immer wieder sagen, du musst erst einmal sprechen können, einigermaßen Deutsch. Wenn du in die Schule kommst, ist eine Grundvoraussetzung, dass du sprechen kannst und verstehst. Rudimentär. Erst wenn du sprechen kannst, kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen. Und erst wenn du dann lesen und schreiben kannst, dann können wir ein bisschen tiefer gehen und rechnen kannst, nämlich noch dazu, können wir dann irgendwann Physik machen. Ja. Das baut auf. Und bevor du nicht zuerst musst du wissen, wer und was du bist. Mhm. Und das wirst du nicht erfahren, wenn du ständig dich auf Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen fokussierst und willst Kategorie 1 und Kategorie 2 Antworten. Das sind unvollkommene Antworten, vollkommen uninteressant für deine geistige Entwicklung. Das heißt, dieses sogenannte Allgemeinwissen, ob jetzt das Geowissen ist über die Welt, ob jetzt das naturwissenschaftliches Wissen ist, sind alles Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen. Einseitige Fragen bringen dich in der geistigen Entwicklung keinen Schritt weiter. Das beginnt mit Kategorie 3. Wer bin ich eigentlich? Ich erkläre dir, wer du bist und was du bist. Wer bist du? Du bist ich. Mhm. Ja, was ist ich? Darf ich eine Sache einwerfen? Ja,
ich finde doch, jeder Gelehrte oder jeder Professor muss doch verstehen, dass diese, dass das aus diesen 1 und 2 Fragen besteht und da, somit ja auch aus diesen 1 und 2 Antworten. Wieso wollen die nicht geistreicher denken? Also es wird ihnen ja schon präsentiert, egal wo, ob ich jetzt einen Film gucke. Und was reden wir jetzt, Moritz? Wir reden von Gedanken. Du fragst mich jetzt, warum wollen Gedanken nicht geistreicher denken? Genau. Du, meine Gedanken denken. Probier es aus. Ich geh hin und ich bin baff. Also wenn ich zu den Leuten gehe, ich liebe die, die können alles. Es gibt keinen im Studium, der weniger kann. Im Gegenteil, sie können alle mehr als ich. Es gibt keinen Gedanken, der weniger kann als ich. Die Sache ist nur, wenn ich da hinkomme und dann spreche ich mit denen, dann ist natürlich die Enttäuschung groß, weil ich sage, ich bin ja 24/7 am Schreibtisch. Meine Gedanken lernen mit mir das Wissen. Ich spreche ja mit meinen Professoren in Gedanken mit mir. Und dann gehe ich da hin und dann bin ich baff, wie bröselhaft die dann in dem Augenblick sind. Weil das sie ist ja im Kopf genau drin. Das Thema, wo wir am Anfang hatten hier mit dem Trevermann. Ich sage, erst wenn du es verstanden hast, wann solche Menschen aus dir herauswachsen. Solange genau. Du noch welche überzeugen und retten willst, wirst du so gegen eine Wand rennen, glaube ich mir, es ist vollkommen sinnlos. Ja. Ich habe immer wieder gesagt, Geist hinter einer Maske zeigt sich durch Neugier in Bezug auf etwas, du konfrontierst ein Brösel in deinem Traum als Brösel mit irgendetwas, was ihm voll zuwider ist, was er entweder gar nicht kennt oder was ihm sogar Angst macht oder voll seiner Logik widerspricht. Genau, ja. Da ist jetzt in keinster, wenn ein Geist da ist, dann wird er neugierig und wir wissen, wie du dazu kommst, das so zu sehen. Ja. Aber du hast nahezu keine solche Menschen in deiner Traumwelt zu finden, sag ich, ist so selten wie einen geschliffenen Diamanten in der Erde zu finden. Genau. Ja. Also lass es, was es ist mit Brösel. Und jetzt wieder ein einfacher Satz, den schreibst du dir jetzt ganz tief in deine wo auch immer hin. Ja. Wach werden kann nur der Geist, der träumt und das ist der Einzige, der in diesem Traum was erlebt. Und du musst jetzt wissen, wenn du jetzt dieses Gespräch beobachtest, wenn du damit konfrontiert wirst, wenn du jetzt den Udo, den Lautsprecher, das Pixelmännchen, was auch immer du denkst, sprechen hörst, dann bist du Geist und du bist ewig. Ja. Und jetzt fangst erst an, in dir die Neugier wachsen zu lassen. Und es geht erst einmal darum, dass du weißt, wer du bist, das habe ich dir gerade erklärt. Ja. Und dann tust du dich sehr leicht, wenn du begreifst, es gibt keinen Gedanken, den du denkst, der leiden muss, wenn du wach bist, im Wachwerden bist. Ja. Das ist jetzt wieder die Sache mit dem Matten. Ich weiß, dass ich wieder neben mir stehe, aber, wenn ich schon mal aber her, aber trotzdem. Das ist jetzt die Figur, die wir uns jetzt aufgrund der Schriften ausdenken. Ich könnte jetzt sogar sagen, wenn du das Programm Matten laufen hast in dir, es geht nicht um die Meinung von dem Matten, schon gar nicht um irgendwelche Gedanken, die du träumender Geist aufschmeißt, bist du schon der das bewusst beobachtet, ohne das zu werden. Selbst wenn du jetzt der Beobachter bist und du merkst jetzt, ach, da stehe ich wieder neben mir und du versuchst dir das abzugewöhnen, ist das schon wieder ein egoistischer Akt. Tausendfach die Geschichte mit dem blinden Arschloch. Ja, das ist ja nur Akzeptanz. Loslassen, mach dir die Sinnlosigkeit bewusst von dem, was deine Logik dir aufzwingt. Das Leid, das du erlebst, macht dein Ego. Der Einzige, der schuld ist, ist dein Ego. Das Aufbäumen einer jetzt ausgedachten Evelyn, das ist ein Gedanke, ich nehme die Schuld auf mich. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts und niemand, den ich mir ausdenke, Vorwurf, dass er so ist, wie er von mir jetzt in diese Geschichte hineingedacht wird. Ja. Ganz einfache Sätze. Bist du schon ich? Ja, Mann. Dann wirst du so einen Scheiß gar nicht mehr äußern. Ja. Und in dem Moment, wo du das nicht mehr äußerst, verwandelt sich alles. Ich sage, ich habe Möglichkeiten, dir träumen zu lassen, dass du mit deiner jetzigen Logik dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellst. Weil alles, was du im Moment in Einzelfacetten dir vorstellen kannst, baut immer noch auf der jetzt momentan in dir vorliegenden wirkenden Logik auf. Und was wir mit Holofeeling machen, wir erweitern die Perspektiven, wir vervollkommnen das erst einmal. Ich sage wieder, das ist die Sache mit dem Haar. Das geht schon in kleinen Aspekten, wo ich gerade jetzt, wo wir hier in den Dennach reingehen, durch das Rot-Blau lesen, es gibt nichts, was du denkst, mach dir bewusst, wenn deine Logik beobachtet dich, wenn du ein Wort, eine Situation wieder nur einseitig bewertest. Das ist das Problem, und dann stehen sie dort, mein Bruder, dann heulen sie, ich stehe dann dort und ich sage, Leid, altes einprogrammierte Leid. Und dann sagt er, eigentlich müssen wir ja glücklich sein, die wollt ja sowieso gehen, das habe ich ihnen vorher gesagt, die wollt ja sowieso gehen
Und eigentlich müsste ich ja zusätzlich glücklich sein, weil das Geld hätte jetzt noch 2 Monate gereicht. Ich habe keine Geheimnisse. Dann müsste ich zum Alex rausgehen, mein Stiefvater, weil ich habe, mein Bruder ist ja total blank, der hat ja nichts, bloß Schulden. Dann müsste ich zum Alex rausgehen, weil er ja unterschrieben hat hier als Fürsorge und nochmal Geld holen. Und dann soll ich, jetzt ohne bei aller Bescheidenheit, habe ich gesagt, der Alex hat ja nie ihr Geld, die letzten Jahre, die 100.000 Euro, die du gekriegt hast, die sind von mir gewesen. Das wussten die, wie die vor vielen Jahren Konkurs anmelden müssen, habe ich ihnen, wie ich mein Geschäft noch hatte, habe ich denen die 100.000 Euro gegeben, dass sie keinen Konkurs anmelden müssen. Und das habe ich nie zurückverlangt. Ja. Und genau das Geld hat er dann meinem Bruder gegeben, dass sie das Altersheim zahlt. Ich habe das Altersheim eigentlich bezahlt. Das wusste er. Er wusste zwar, dass ich ihm Alex Geld gegeben habe, aber er wusste nicht, dass ich das nie zurückgelegt habe, dass er eigentlich nur das durchgeschoben hat. Ich sage, der war kein Wohltäter. Meine Mutter hat sich 50 Jahre für den Arsch aufgerissen, demütig. Ja, ja. Diese Geschichte, sage ich, und nicht einmal das hat er bezahlt. Und da sagt der Rudi, nur weil in 2 Monaten wäre das Geld aus gewesen und dann hätte ich weil ich kenne dich, ich wüsste gar nicht, hätte ich das Altersheim dann bezahlen können. Eigentlich sage ich, Rudolf, es passt alles perfekt. Es passt immer perfekt. Ja, da noch perfekt zu sehen. Du musst es nur ganzheitlich sehen, wenn man die Geschichte macht. Ich sage, lass den Film weiterlaufen. Denk an The Game. Ja. Diese Filme. Denk an The Game, lass ihn, schau dir den Film bis zum Schluss an. Oder im Auftrag des Teufels. Ja. Aber die Schwierigkeit ist, es kommt dann schon wieder die Psst. Ja. Sobald es im Auftrag des Teufels. Eitelkeit, meine Lieblingssünde. Das Wort Eitelkeit im Hebräischen ist Hebel. Der Hebel ist aber auch die Nichtigkeit. Das sind wieder die zwei Seiten. Ich kann ja die Nichtigkeit, habe ich so oft gesagt, pass auf, nicht ich ist ja, kann ich lesen, kein göttlicher Geist. Wenn wir jetzt das Normalreden sagen, wir Nichtigkeit, da wird ja das G fast wie ein Chat aus, nicht nur fast, sondern wie ein Chat ausgesprochen. Das heißt, nicht ich. Ja. Ist alles wie buchstabiert. Das heißt, finde die Nichtigkeit in dir. Dieses Nichts, das du selbst bist. Aber wer will schon nicht sein? Ich sage, der auch alles sein will, der Holofeeling verstanden hat. Ja. Und ich kann jetzt nur wieder sagen, weder religiöses noch esoterisches Geschäft. Wir machen reine göttliche Arithmetik. Und es ist nicht für die Welt, es ist nicht für deine Gedanken, es ist nicht für die Menschen, es ist nicht für die Brösel, die du dir ausdenkst, wenn du in unserem Chat bist. Ich mache nochmal dieses, mir gehen deine Gedanken am Arsch vorbei, die kommen sowieso alle wieder zurück. Genauso wie die Gedanken in dich, Geistesfunk, zurückkehren in das Zentrum deines Zentrum Tetraeders, gehört ihr Geistesfunk alle wieder zu mir zurück. Wo ihr eigentlich schon in mir seid, was ich euch erkläre. Und dieser Plural, der jetzt dieses Gefühl der Mehrzahl, Elayom ist das Meer und die Geburt von Schöpfungen erfordert wahrgenommenes Licht, das ist die Zahl. Darum ist ja die Zahl, das zählt, ich erzähle dir, was der Sefer, was ja auch Buch hast. Genau. Ein polar aufgespanntes Chat. Die Grundwelle ist das nochmal ein Chat, auf den nochmal Chats draufhängen und nochmal Chats, das sind lauter diese verschiedenen kleinen blauen Ichs, das sind intellektuelle Kollektionen, habe ich gesagt, ich mache ja bloß immer einen Körper draus. Aber sage ich nicht die ganze Zeit, dass dein Körper eigentlich deine Traumwelt ist, die du von Moment zu Moment austauscht und jeder dieser Gedanken ist eigentlich schon eine intellektuelle Kollektion, die du vor dich hinstellst. Entspringen aus dem großen blauen Ich, das ist jetzt dein Intellekt, und das Prinzip ist allumfassend mit Sprache, mit jeder Kleinigkeit. Bis hin zu der Physik. Wo der Loder noch sagt, mit der Bäcker-Transformation am Anfang, was mit den Formeln, da komme ich nicht mit. Ich als Bäcker weiß doch, ich sage, da geht es um was ganz was anderes. Du weißt zwar, dass du einen Blätterteich machen kannst, aber dass du den immer wieder ausrollst und in dem Moment sieht es ja ganz anders aus. Und da wird dann noch genau genommen von Rosinen gesprochen, die da drin sind, wenn man die falten. Aber ich habe das viel einfacher erklärt mit meinem Luftballon mit den Punkten drauf. Mache ich das dreidimensional. Oder der Wunderkatze. Und das sind so viele Sachen,
Das ist immer, ich habe gerade, wie er angerufen hat, Redo habe ich gesagt, ich habe ihn gesehen, wo die Diana kurz was gesagt hat, so, ich habe einen kleinen Redo gesehen, wie der Redo das erste Mal bei mir war. Es ist voll eine kleine Spiegelung, wie der kleine Redo, wo rauswächst. Das war übrigens ein Kompliment, Moritz. Ohne Frage, ich habe ihm gesagt, ihr Geistesfunk habt überhaupt keine Vorstellung, was dieser gedachte, von euch ausgedachte Einfallspinsel Redo für euch gemacht hat durch diese Erschaffung des Gematrias-Plotters. Natürlich auch die Andreas, die dann das Programm geschrieben hat. Absolut. Wobei das reine Schreiben des Programms ein Bibifax ist zu diesen zig Tausenden von Einträgen, wo der Redo noch mit vervollkommnet hat. Was wirklich sehr komprimiert ist, immer noch ein Nichts von einem unendlich Film, aber wo man sich leicht an Anhaltspunkt orientieren genau, kann. Das Wort orientieren merkst du, man stutzt schon wieder, wenn das Tier mit drin ist, aber dann sofort wieder hin, die Stimme, oh, ich kann es ja auch positiv lesen. Ja. Du schwankst dann laufen, das ist dieses im Balance halten. Ja. In Gott, dieses Balancieren, du lässt keinen großen Ausschlag mehr zu. Und wenn man dann wieder unbewusst ist, dann kippt man halt wieder weg, fühlt sich beleidigt. Das macht alles das Ego. Die Ängste von den Matten, die Ängste von den Evelyn, was denken dann die Leute von mir? Ja. Welche Leute? Die mit ihm. Gedanke. Weißt du, ich könnte jetzt wieder sagen, wenn du wirklich viel die Ausdauer hast, es immer wieder zu wiederholen, immer wieder zu lesen. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich hier das Bezi-Beispiel, da komme ich nicht mit. Was denken dann die Leute, wie oft ich da drauf eingegangen bin? Hört ihr nicht zu? Wo kein Geist ist, wann nicht zugehört. Das heißt, da sind viele KIs. Dann ist auch mit den Büchern, mit den Kindern, das sind ja auch Bücher. Wieder nicht zugehört. Du hast zwei Seiten, wenn du in einem Videospiel bist, mein Multiplayer-Beispiel, das sind andere, hinter gewissen Masken stecken andere Geistesfunken. Aber die große Masse sind KIs. Das heißt, wenn du GDA spielst, kannst du, wenn du ein Solospiel machst, sowieso kannst du gerne nochmal hingehen und an die Fresse polieren, dass das Blut rausspritzt. Das könntest du denen das sagen. Ist ja, so. Das ist ja bei was. Ich sage, wem tust du eigentlich weh? Meinst du, das sind doch alles Konstrukte. Wie kann man so bei was denken? Was ist das für ein Mensch, der behauptet, er ist der Jesus? Und er sagt, ihm gehen alle Menschen am Arsch vorbei. Ich sage, das ist ein Ausdruck von absolut negativ, wo dann zwangsläufig das Positiv dazugehört. Das ist die rote, allumfassende Liebe. Die wirst du nie erreichen, wenn du jetzt hast, einmal diesen Punkt kriegst, der absoluten Gleichgültigkeit gegenüber deinen Gedanken. Allen voran die vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber dem, der du zu sein glaubst. Und jetzt sage ich, Vater, dein Wille geschehe. Und jetzt lies ganz normal nochmal die Jesus-Geschichte oder schau dann Jesus-Film an. Noch gleichgültiger kannst du gegenüber deinem Körper gar nicht sein. Sonst wirst du das nicht zulassen. Und unter uns Wissenden, es hat verdammt weh getan damals. Ja. Der Einstieg war dolle hart, ja. Wenn man sich wirklich drauf einlässt, dann ist das nicht kein Zuckerschlecken. Ich glaube, das ist auch wenig Leuten klar, dass es kann, aber vielleicht bin ich, irre ich mich auch, aber ich denke, ich war da ähnlich wie du dann mit, dass ich eher Sachen verschenke und so und mich daran nicht so binde. Und ich hatte es dann schon schwer, weil ich habe in den Spiegel geguckt und habe darin die Falschheit erkannt, was ich alles Schlechtes getan habe, indem ich Menschen Geld gegeben habe oder ihnen zugehört habe und sie nicht einfach ignoriert habe. Und wie fühlen sich dann andere Leute, die wirklich mal diese gesellschaftliche, moralisch das Schlechte wirklich tun. Lügen, klauen, schlagen, stehlen. Die finden sich überhaupt nicht, das ist ja schön. Die finden sich überhaupt nicht. Die werden sich so finden, wie du glaubst, dass sie sich finden. Ja. Es ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Es ist, du musst hier ganz einfach erkennen, nicht was richtig und verkehrt ist. Ich weise nochmal darauf hin, ich mache das ja immer einfach, die Fehler ankreuzen. Es sind ja die Fehler, es ist ja jeder Moment etwas, ein Fehler, der gar nicht fehlt. Ja. Es ist etwas Herausgestelltes, rein gedanklich Herausgestelltes, rein gedanklich Ausgedachtes. Und was du gedanklich denkst, ist in dir drin. Und was du sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Information ist auch in dir drin, wenn du die vier Stufen der Vergessenheit verstanden hast und auch installiert hast, dass das jeden Moment präsent, Präsenz, präsent in dir bewusst ist, von dem Geist, der es erlebt. Und jetzt ist das der Führerscheinprüfungspunkt, den wir uns jetzt ausdenken, es sind ja eigentlich keine Fehler, sondern es sind in Bezug auf ein Regelsystem, das festgelegt wird, das natürlich ein einseitiges Regelsystem ist. Wenn du im Engelland bist, ist zum Beispiel hier, sind es Linksfahrer. Ja. Im Deutschen sind es Rechtsfahrer. Rot ist rechts, die radigste Wurzel.
Der rechtsradikale Nationalsozialismus. Wenn das Wort natürlich sofort wieder einseitig ausgelegt, dir nur die Hitlerzeit vor Augen führt, die grausam war, da gibt es auch eine andere Seite. Darum sage ich, es gibt auch eine Spur, wo der Hitler den Krieg gewonnen hat. Das ist wie bei unserem Videospiel. Ja. Dann wären die Amis die Bösen jetzt. Und die Russen oder was auch immer. Genau. Das ist den Humor. Der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg. Das ist für Moritz, kennt es ja, der Moritz vielleicht kennt es nicht. Weißt du, Moritz, wieso, dass wir in Europa so viele verschiedene Sprachen haben? Weil Hitler den Krieg verloren hat. Ja, hätte ja. er den Krieg gewonnen, dann wird es ja, jetzt Vatersprache geben. Weltweit. Aber wir, die übrig gebliebenen, wir müssen Demut lernen. Und Demut das ist ja auch wieder zwei Seiten. Was auf ganz am Anfang nicht bin, du heißt es. Du wirst irgendwann begreifen, dass Demut nichts mit Duckmäuserei zu tun hat, mit Arschkriecherei. Nee, überhaupt sondern nicht. Die rotgeschriebene Demut ist der größte Mut, den es überhaupt Richtig. Gibt, weil einen demütigen Menschen kann nicht so niemand demütigen. Schau, wenn ich, ja, wenn man wenn ja ich mich aufregen müsste, wie jetzt eine Evelyn, wo ich ihr ja helfen will, ihr die Augen öffnen, dass sie diesen Fehler macht, was sie da zur Zeit macht, dass der Teufel wieder in ihr wach geworden ist, jetzt normal gedacht. Ja. Wenn ich mich aufregen würde, was Leute über Holofeeling denken und sagen, ich rege mich gar nicht mehr darüber auf, weil die so gut wie überhaupt nicht in mir auftauchen. Weil die schon längst eliminiert habe, nach dem Weißenburg-Vortrag, der Weißenburg, der Zeitungsbericht, eine Lüge von hinten bis vorne. Was habe ich gemacht? Gar nichts. Weil es sinnlos ist, irgendwelchen Gedanken. Da haben sich ja die damit konfrontiert wurden, noch wesentlich mehr aufgeregt, was das für eine Lüge ist wie ich. So, wenn ich mich nicht aufrege, ich bin doch betroffen, aber was müsst ihr euch aufregen? Ihr wart da zwar drin gesessen, euch kennt ja keiner, aber mir hat mir gesagt, der neue Messias in Weißenburg. Auf eine lustige Art und Weise. Da war ja nochmal der zweite Bericht auch noch mit drin. Ironisch, sehr spaßig, ich habe darüber gelacht, sehr spaßig geschrieben. Was geht's mich an? Ist doch schon wieder weg, wenn ich es nochmal denke. Hast du den Zustand schon? Du willst doch frei sein, du willst doch glücklich sein, du willst ewig sein. Also löst dich zuerst einmal von dem Wahn, zu glauben, du bist dieser Körper. Und du wirst das Leben wird dich eines Besseren belehren, sobald wirklich irgendwas elementar für dich Lebensbedrohliches auftaucht, wirst du das ganze Holofeeling wieder in Frage stellen. Dann wirst du nämlich wieder gezwungen von deiner Logik auf eine Nummer sicher gehen und den logischen Weg wählen. Du wirst wieder zum Arzt rennen, du wirst dieses und jenes machen. Ja. Na klar. Das heißt, was anders, auch, für ihn sei was anders, du, ich habe doch einen dunklen Leberfleck, Fragezeichen. Ja. Insider verstehen den Witz, was ich damit meine. Der Leberfleck, Observer. Die Leberfleck-Geschichte. Ja, ich glaube, ich kenne die noch nicht, oder? Das ist ganz, ganz alt. Erzähle ich jetzt nicht nochmal. Vielleicht taucht es irgendwann in dir auf. Okay. Siehst du, das ist jetzt der Unterschied, wie der Redo das erste Mal bei mir auftaucht ist, weil er den Udo persönlich kennenlernen wollte, hat er sich angemeldet und dann sitzt der Busch da und dann frage ich, kennst du das? Und egal aus welchen damals, zu damaligen Zeiten, aus welchem Selbstgespräch oder welche Seite ich ihn an der Ohrenbohrungen angesprochen habe, er war nur Doxis und hat genickt. Und der hat gesagt, bevor ich da das erste Mal hinfahre, hat das, was zur Verfügung war, damaligen Zeitpunkt, jetzt zurückgeblättert an Selbstgesprächen und Büchern, hat der jede Zeile, jeden Satz verinnerlicht. Da musste ich ihn fragen, kennst du das Beispiel? Er hat es bloß so gemacht. Mhm. Ja. Das ist Material, das sind Kugelschreiber, mit denen ich arbeiten kann. Ja. Passt. Und es ist schon, du bist was Außergewöhnliches schon aufgrund dessen, dass das jetzt in dir auftaucht. Und wenn du jetzt unten bei dem Video hinschaust, wie viele das anklicken, wenn ich das immer wieder sage, denkst du dir schon wieder andere aus, die das anschauen. Ausgedachte können nichts anschauen. Du kannst es dann, wenn dein Glaube, du kannst dann Glauben überprüfen und kannst dann einen anderen, der in dir auftaucht, fragen, hast du das Video schon gesehen? Dann wird er sagen, ja. Wenn du das glaubst, dass er es gesehen hat, das ist immer noch, dann wird diese alte Logik noch in dir. Darum sage ich, du kannst mit dem Glauben auch verwirklichen. Es beweist nichts. Wenn du jetzt irgendwas, was du zerst, ausgehend, das ist ja das Prinzip der derzeitigen Naturwissenschaft. Dass erst, wenn du dir eine Erdkugel ausdenkst und du felsenfest davon überzeugt bist, dass da außen eine Erdkugel ist, aufbauend auf diesen Gedanken, was du dir dann irgendwann einmal Astronauten ausdenken, die von da oben die Erde als Kugel sehen und die dann auch Bilder machen. Was übrigens überhaupt nicht steht, weil ein Bild ist ein Bild und es taucht
jetzt auf in dem Moment, wo du es denkst. Ja. Man sollte hier nochmal diesbezüglich den Weißenburg-Vortrag anschauen. Und dann ist auch die Sachen, wo hier jetzt du in deine Welt reinlegen kannst mit den Simpsons, mit dem Trump, dass die Simpsons jetzt all die Sachen schon viele Jahre vorher absolut im Klartext gezeigt haben, das Smartphone, ja, das App-Smartphone, wo es das noch gar nicht gegeben hat, chronologisch, logisch gedacht. Ja. Was gibt es da für Erklärungen dafür? Die Erklärung ist Holofeeling. Die haben keine Erklärungen, das sind einfach nur Fragezeichen. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Das sind Fragezeichen und extrem fadenscheinige naturwissenschaftliche Erklärungen dafür, die bei genauer Betrachtung ein Witz sind. Ach, hören die Schildkröte, ist ja alles schon gelöst. Es ist Betäubungsmittel, die Naturwissenschaft ist ein Betäubungsmittel, dass du nicht wach wirst. Ja, richtig. Bei genauer, geistreicher Betrachtung löst sich das alles in Luft auf, diese Hirngespinste. Ja. Es sind konstruierte Vorstellungen wie Märchengeschichten. Ja. Ich weiß, wieso hier der Wolf Rotkäppchens Mutter aufgefressen hat. Ich weiß sogar, wann das passiert ist. Jetzt, weil ich es jetzt denke. Und die Ursache kenne ich auch, weil ich dieses Märchen in mir drin habe, das ich irgendwann einmal geschrieben habe. Wann irgendwann? Jetzt? Du musst jetzt bloß wissen, dass du ich bist. Ja. Und da wirst du mit deinem Trockennasen auf dem Verstand, bevor du den nicht dafür opferst. Deine ganze Welt musst du opfern. Wieso heißt Welt Brandopfer? Weil dein polarer Rand von Augenblick zu Augenblick sich auflöst. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn dein Körper sich auflöst, du kriegst es doch gar nicht mit tausende Male im Hier und Jetzt an einem aufgespannten, vorgestellten Dorf. Ja, Wahnsinn. Die Schwierigkeit ist nicht, dass der sich auflöst. Es ist dieses ständige Wiederholen, weil du davon noch was zu lernen hast. Jetzt zum Beispiel, wie Zähne funktionieren. Und alles, was die dir erklären, stimmt. Ja. Es wird aber komplett anders, wenn du in die Vordersprache gehst. Genau. Was für mich dann so spaßig war, dass dann irgendwelche Professoren oder was, wenn du in die Zahnpasta gehst, jetzt die neuen, die teuren, wo man dann Zahnspitzen aufputzt. Es ist so wirklich krank. Es ist super, was, ob das Medizinsystem ist. Es geht um Geld. Es geht alles nur um Geld. Es ist rein naturwissenschaftlich, physikalisch ein Schwachsinn. Selbst mit den Viren. Ja, aber das erkennen auch viele Ärzte. Was du noch, aber das hast du jemals selbstständig gedacht? Das Einzige, was du tust, du gehst ins Internet, du hast verschiedene Meinungen und du wählst dann eine dieser sich widersprechenden Meinungen aus. Und damit kommst du zwangsläufig in eine Gruppierung, blau gelesen, in eine Partei, in ein Glaubenssystem. Ja. Das im Widerspruch zu anderen Glaubenssystemen steht. Bewiesen, diese Zahlen, wo die hinschmeißen, wie viele Sterne und wie viele Atome im Universum sind. Ja. Ein allereinziges Atom. Es gibt nur ein, im ganzen Universum gibt es nur ein Atom. Und das ist dieses Uni selbst. Ja. Das unteilbar ist. Das ist aber seine Oberfläche. Das sind die 200 Gramm rote Knete, die Oberfläche ständig verändert. Es wird was geteilt, ohne was zu teilen. Es ist alles im Meer. Krass, ja. Zusammenhängend, lückenlos, das ist es, Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Das ist, wenn du in einen Spiegeltunnel reinschaust. Wie weit sind eigentlich die Spiegel auseinander, wenn du der innerste Spiegel bist? Du wirst merken, dass das Innerste das Allumfassende ist. Da haben wir ja unser Himmel und Hölle, hat jetzt erste Folge, glaube ich, wieder reingestellt oder irgendwer. Wo ich immer sage, wenn du jetzt ein Kreuz dir denkst für dich, Moritz, wenn du jetzt einfach ein Kreuz dir denkst und wir lassen es offen, das wäre jetzt dann unendlich nach oben offen, wir haben ein Kreuz, dann haben wir im Zentrum des Kreuzes ja vier Ecken, die aneinander fallen. Genau, ja. Jetzt klappen wir gedanklich die vier Ecken nach außen, dann kriegst du ein Quadrat und dann ist dieses unendliche offene Außen, müssen wir nach innen klappen, bis ins Zentrum. Ja, ja. Einfache Lösung, oder? Und jetzt ist es aber so, dass mir in diese vier Spiegel, die es ja jetzt fällt, ja, wenn wir das jetzt machen, wenn wir das ganze Spiel dreidimensional spielen, dann kommst du in diesen Aufbau dieses Tetraederspiels. Aber das ist eine Physik im Hintergrund für CAD-Programm. Das ist ja, dieses CAD ist jetzt wieder ein Kürzel für irgendwas, was du nachschauen kannst. Genau, das Computer. Was aber ja auch CAD heißt. CAD sie wiederum. Da das mit Affinitäten, mit Spiegelungen aufbaut, führt dich das dann der Katze zu dem Endpunkt. Und so weiter. Und das Spiel kann man unendlich fortführen. Es ist ein System, wo alle Sprachen der Welt, die Physik, die ganzen Religionen vereinigt. Ja. Und dieses System ist nur für Geist. Ja. Nicht für Informationen von Geist. Du kannst natürlich jetzt um dich herum eine Welt erschaffen, wo viele das wissen. Jetzt der Depperwein, all das Zeug, aber du musst der Erste sein.
Ja. Und ich benutze halt jetzt den Dick, dass es die für dich den Anschein hat, dass wenn du träumst, dass da Figuren auftauchen, die wüssten was, was du nicht weißt. Das ist aber nur so lange der Fall, solange du dich noch unter einem Affe ja. der Affen magst. Richtig. Brösel und der Brösel. Ich merke das mit meiner Familie. In dem Moment, wo du wirklich verstanden hast, dass du ein träumender Geist bist, gibt es nicht so niemanden, der irgendetwas in deinem Traum als Brösel wiedergibt, was du eigentlich im tiefsten Inneren nicht wissen könntest, weil es kommt ja aus dir. Ja. Und um solche diese jetzt auftauchenden Sachen sind da dein, die du noch durchschauen musst, mach sie dir zu eigen, bekämpf sie nicht. Etzer, kannst du erklären. Genau. Ja, genau das ist es, dass wir bekämpfen es nämlich innerhalb der Familie. Ist ja immer Kampf, das sind deine besten Feinde oder die schlimmsten Feinde. Und ja, da ist es halt so, wenn wir immer über irgendwas reden oder so, dann, wir sind haargenau derselben Meinung. Also wirklich absolut derselben Meinung. Wir müssen uns nur mal bis zum Ende zuhören. Weil der eine fängt halt das Ei zu erzählen von der Schale und der andere beim Eigelb. So, aber da jeder seine hierarchische Ordnung haben will, es ist erst die Schale, ich sehe doch erst die Schale, dann ist das Eigelb, dazwischen sind die Häute und der Nächste sagt, ja, aber ich liebe Eigelb, deshalb wollte ich Eigelb zuerst sagen, dann Eiweiß. Und da fängt dann dieser Streit an, obwohl das Ei ja immer noch komplett gleich was ist. Was du siehst, siehst du immer jetzt, dann ist es vom Tisch. Genau. Du musst dieses Prinzip verstanden haben. Was in dir auftaucht, taucht jetzt auf. Es ist vorher, es hat vorher nicht existiert und es wird danach, wenn du es nicht mehr denkst, nicht existieren. Nicht es ist existiert. Aber immer noch da. Ja. Und jetzt sage ich immer wieder das Internet. Das ist diese Sache, dieses innerste Net. Das ist übrigens den Film, wo wir gerade angeschaut haben, beginnt ja auch mit Net. Network. Network. Ja. Dieser berühmte Film heißt Network. Und ich habe immer gesagt, schmeißt es eh raus, NT ist etwas Gegebenes. Jeder Moment ist etwas Gegebenes, der in dir auftaucht. Du kriegst es geschenkt, du bist ein träumender Geist. Du bist ein träumender Geist, das sind Facetten aus dir selber, aus uns. Und sich ja mal bewusst zu machen, was bin ich eigentlich? Unendlich viel und nichts. Ja. Weil das eine ohne das andere gar nicht geht. Genau, ja. Ich habe es bei mir ja auch gemerkt mit der Illusion, als ich mich dann jetzt mal so in den Semesterferien richtig hardcore mit Holofeeling beschäftigt habe, also von morgens bis abends richtig reingeknallt. Da habe ich dann auch gemerkt, als ich dann die Pause gemacht habe, und das war vielleicht ein Monat, zwei, lass es fünf gewesen sein, keine Ahnung, da ist mir klar geworden, dass ich auf einmal, ich bin rausgegangen und die Welt war so, naja, ich wusste nicht, ist das jetzt Wirklichkeit, was ich hier sehe, so, ne, wie plump das jetzt klingt, oder ist das jetzt eigentlich alles nur aus mir? Und ich glaube, da haben auch viele, die sich dann lange mit Holofeeling beschäftigen, das Problem, dass die, oder sehr intensiv beschäftigen, dass sie halt irgendwann merken, das ist ja wirklich nur Illusion. Und da kommt dieser Zustand. Auch gleich jetzt mit die Wörter, die Wirklichkeit, das wirkende Licht symbolisiere ich mit 200 Gramm rote Gnete. Genau, ja. Und die Frage, die du gestellt hast, ist das jetzt 200 Gramm rote Gnete? Die kannst du ganz klar mit einem Ja beobachten. Das ist eine Form des Geistes. Ja. Das wirkende Licht siehst du nicht. Du siehst nicht die Lampe im Projektor, sondern bloß die Formen, die aufgeschmissen werden, die Unterschiede, die hier drumherum sind. Du kannst übrigens, wenn du so sprichst, wenn du die Sachen machst, die vielen kleinen Beispiele vom Udo, dass ich früher, jetzt mache ich jetzt speziell für Moritz, früher, wenn ich Besuch gehabt habe, habe ich immer früher, ich sage jetzt nicht dazu, das denken wir uns jetzt, habe ich immer gesagt, pass auf, wir denken uns jetzt einmal, ich erkläre es erst einmal das Beispiel mit 200 Gramm rote Gnede. Und dann nehme ich hier das in die Hand und sage, pass auf, wenn ich da 200 Gramm rote Gnede diese Form gebe und ich frage dich, was ist das? Mach das einmal mit deinen Freunden. Und ich erkläre die 200 Gramm rote Gnede und ich mache dann das und ich frage dich, was ist das? Dann sagt dein Gegenüber hundertprozentig ja das. Und dann sage ich, jetzt pass auf, jetzt forme ich diese 200 Gramm rote Gnede um und ich frage dich, was ist das jetzt? Ja. Dann sagt jeder Computermaus. Und dann nimmst du eine Brille oder irgendwas und dann sagst du, Blödsinn, das ist 200 Gramm rote Gnede. Ja. Du verwechselst die Form mit dem, was ist. Ja, genau das ist es, ja. Du darfst das, was ist, nicht mit der Form verwechseln. Ja. Es ist alles, was du erlebst, bist du als Geist. Ja. Und du fokussierst dich nur auf die Formen, die du dir selber unbewusst gibst als träumender Geist. Und ich erkläre dir, warum du diese Formen annimmst, weil eben dieses Programm dich so formt. Es ist ein 3D, du bist in einem gewissen Maß ein 3D-Drucker. Ja.
Ja, das Beispiel, wer bist du? Ich bin mein Haus, ich bin mein Auto. Also da merkt man, dass der so reagiert, der Mensch. Das bist du eben nicht, das sagst genau. Du dann nur, ich bin diese Form und ja, du bist die Gnede. Genau, aber du genau bist das meine alles. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Jetzt kannst du sagen, ich bin das Haus genauso wie das Auto, wie der Stein, wie der Baum, wie der Moritz, wie der Udo. Es sind jetzt Formen von mir. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich an mich denke, an den Brösel, der ich bis dato zu sein geglaubt habe? Mhm. Übrigens, bis dato heißt ja bis jetzt, bis heute. Dat, die Idee heißt Wissen, Glauben, Meinung mit einem U. Die Dat N sind der Glaube, der zu existieren anfängt. Das sind deine Daten. Der Glaube, deine Meinung, was gar keine Meinung ist. Und dann doch wieder, wie definiere ich das Wort Meinung? Da steckt es erst einmal mein. Dann sage ich, das ist eine Anderung. A, N, D ist dieses hier. M1 heißt Gestaltwerdung ein. Ich kann natürlich auch sagen, vom Nicht-Existierenden, wenn ich das ganz rot schreibe. Deine Meinung kommt vom Nicht-Existieren, das ist der rot geschriebene UB. Ja. Wenn der blau wird, wird er zum blauen UB. Das verbundene Wissen ist Weisheit und das aufgespannte Wissen, was wir jetzt machen, aber dieses Wissen spanne ich in dir eigentlich von meiner eigenen inneren roten UB auf. Ein Nichts von einem Nichts. Ich zitiere mich ja mal wieder als Joe Krishna, Insider nennen den Joe Black. Mhm. Wie viel Wissen hast du eigentlich? Nimm 1 Million mal 1 Milliarde und potenzier das mit Unendlichkeit. Ja, sehr schön. Eine schöne Beschreibung für alles, was dann letztendlich dann doch wieder nichts ist. Ja. Okay, Leute, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Okay. Alles klar. Rino, ja. Du schaust das an, ob es was wann ist, ja. Ob du es wert siehst und dann lässt du wieder einen schönen Holofeeling-Namen einfallen und stellst es rein. Alles klar. Ich klicke mich dann aus. Ciao. Tschüss. Moment, ich muss mein Ding noch ausschalten.